Genau so ist es. Ich bin mal gespannt. Bist du hyped? Eins in Chat, wenn ihr Bock habt. Eins in Chat, wenn ihr Bock habt auf dieses Turnier. Es wird absolut fett werden. Ich habe richtig Bock. Und ich würde sagen, wir gucken gleich mal rein. Ja? Muss ich wieder spiegeln, sagen die. Ach, jetzt nee, ich hab's alles gemacht. Ja, ich habe alles gemacht. Okay. Man muss sagen, letztes Mal war das schon ein krasses Kaliber. Aber ja, heute Jack, Canario, Ruben und Böfnek. Also, Alter, das ist wirklich top on the top. Also, das wird eine heftige Nummer. Ja, das ist wirklich heftig. Wir gucken gleich rein ins Spiel, wenn sie denn angefragt haben. Spiel Nummer 1, Jack gegen krass, Morten. Also, das sagt schon alles aus. Jack, Alter, gegen Morten. Ich bin auch echt gespannt, was wir heute Morten sehen werden. Ich denke, wir werden einiges auch wieder mit Skelett fast Spam hier sehen und vielleicht auch mit der Kobold-Hütte. Ja, da ist sie auch schon. Okay, was spielen jetzt hier die beiden Kollegen? Jack mit der Musketieren. Könnte okay. Ballon Cycle sein, so eine Variante mit Lumberjack oder auch einfach die Lumberjack. Ja, genau, Lumberjack von Jack, ja. Genauso möchte ich das sehen. Also das wäre. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, fällt mir gerade auf. Oh, es ist Giant. Giant. Ist das Giant? Es ist Royal Giant. Royal Giant von Jack scheint Giant Graveyard zu sein, ja. Sieht so aus. Okay, das überrascht mich jetzt sehr, weil Giant Graveyard sieht man nicht sehr oft in der kompetitiven Szene. Also im Ladder ist man das ja gewohnt, aber... Ich habe gerade ein kollektives Aua ausgelöst. Es tut mir leid, Chat. Es tut mir wirklich leid. Aber Morten spielt hier, ja, Royal Giant. Und das Ding ist, glaube ich, Jack... Ah, nee, das ist das Cycle-Deck. Guck mal. Das ist das Cycle-Deck, was vorher mit Magic Archer gespielt wurde. Ah, stimmt. Das ist das Cycle-Deck mit Magic Archer. Da sind noch die Skellies drin. Ja, genau. Nee, die Musketieren dazu, ja. Ach so, ja, die Skellies letzte Karte, aber Musketieren statt Magic Archer, genau. Ja. Genau. Ja. Stimmt, das ist das Deck. Interessant, dass das so gespielt wird. Habe ich jetzt noch bis jetzt eher selten gesehen oder noch kaum. Aber finde ich sehr interessant auf jeden Fall. Mal schauen, wie stark die Variante ist. Ja. Und Mortens Royal Giant Deck sieht auch sehr interessant aus. Hat halt einige Karten drin, die sehr stark aktuell sind, wie der Mini-Packer, wie die Kobold-Hütte und so weiter. Und dann halt einen schnellen Cycle mit Guards Bats. Das ist solid auf jeden Fall. Ja, das ist es definitiv. Und der Firecracker ist halt auch nice in dem Deck, weil der King Tower theoretisch aktiviert werden kann und es wäre egal für Morten, da er den Royal Giant spielt, beziehungsweise ist es nicht so relevant wie in anderen Decks. Daher wäre das vertretbar an der Stelle. Oh, jetzt kommt hier der Mini-Packer Royal Giant Push. Da kommt auch der Mini-Packer von Jack, aber der... Oh, meiner kommt defensiv. Ich glaube, er hat einen anderen Plan ursprünglich gehabt. Das ist eine Menge Schaden und Jack raged auch, weil er was eigentlich er machen wollte. War einfach dem Miner... den Mini-Packer so zu setzen und dann die Skelette, dass die Skelette, den Mini-Packer blocken, ja. Genau. Aber es hat irgendwie nicht geklappt und dadurch war das überhaupt keine gute Defense hier von Jack oder für Jack. Und hat jetzt hier, oder ist jetzt hier sehr unter Petrouille, aber mal gucken. Vielleicht kriegt das ja jetzt hier gut defended. Ein Hit von Royal Giant, aber das schmerzt halt. Dieser ein Hit tut weh und der aggressive Mini-Packer kann er nicht verteidigen. Was will er dagegen tun? Richtig. Kommt halt der nächste Giant, aber die Frage ist, wird das hier... irgendwie helfen. Ja, das Holz war an sich not bad. Er muss halt noch Sepp und das ist das Problem. Ah, okay, guter Miner. Guter Miner, wo kommt der Sepp? Kommt der Sepp überhaupt? Ah, ja, er raged jetzt auch. Hat er jetzt gespielt. Okay, jetzt hat er ein Problem. Das war's. Also, sehr interessantes Deck von Jack hier. Ja, wobei, nee, es war's noch nicht. Aber ja, es ist ein Hit. Ja, es sollte durch sein. Also, ich glaube nicht, dass Jack das hier noch comebacken kann. Er hat halt so ein starkes Deck in der Defensive, Morten, hier gegen ihn. Vor allem auch wegen der Kobold. Du musst dir vorstellen, er hat Kobold-Hütte mit Mini-Pack. Er hat so eine starke Defensive gegen Jack. Das wird so unendlich schwierig, hier für Jack durchzukommen. Und deswegen ist das Ganze hier auch einfach sehr solide für Morten. Genau so ist es. Der Miner auf dem Turm jetzt hier war jetzt auch, glaube ich, nicht ganz so geplant von Jack. Aber letztendlich... hier irrelevant. 268 HP, es fehlt halt nur noch ein Erdbeam und ein Lock und dann ist das Game durch. Ja, deswegen, genau so ist es. Muss Morten jetzt eigentlich nur noch defensiv ein bisschen spielen, kann dann die Spells rüberwerfen und dann ist das Game durch. Also wirklich bemerkenswertes Deck von Jack, aber das war jetzt auch nicht so ganz seine Peak-Performance, wenn wir ehrlich sind. Er hat ein paar Fehler drin gehabt, ein paar mechanische Fehler. Das geht auf jeden Fall doch besser von ihm, das kennen wir anders. Nächstes Game... nächste Decks. Mal schauen, was wir jetzt hier sehen. Wir sehen wieder die Bats von Jack. Vielleicht spielt der Jack auch einfach wieder dasselbe Deck. Mal schauen. Das könnte auf jeden Fall sein. Nee, er spielt jetzt Schweinereiter. Okay. Jack natürlich als 2.6-Gott bekannt. Gar keine Frage. Das ist so sein Markenzeichen. Ja. Und das könnte tatsächlich auch 2.6 sein. Allerdings in der anderen Variante mit Fire
Cracker und Bats. Allerdings ist das nicht so, sondern er spielt die Variante mit der Musketieren und dem Erdbeben. Also diese Hawk-Earthquake-Variante mit der Musketieren, die ist auf jeden Fall solid. Ja. Die Frage ist jetzt noch, was Morten hier spielt. Das sieht nach einer Giant-Miner-Variante aus, allerdings bin ich mir da noch nicht so ganz sicher. Hat gerade bei dem Hintergrund eigentlich ein Schiff angelegt? Ja, ein Schiff angelegt. Ich wohne hier direkt am Hafen in Buxude. Morten spielt Giant, das wird Giant sein. Ja. Aber er hat keine schlechten Karten gegen Schweine dabei. Er hat den Mini-Packer, er hat das Holz, er hat den Hunter. Er hat gute Karten auf jeden Fall am Start. Aber Jack spielt sein Main-Archetype. Muss man dazu sagen. Jack kann halt erstens so schnell cyclen, zudem ist er so unglaublich stark mit diesem Deck. Und ich glaube, dass hier auf jeden Fall mal unter Probleme oder ja, kein Deutsch mehr. Ein Problem haben wird. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. ein Problem haben wird. Wenn Jack hier sehr schnell cyclen, weil er kann hier halt komplett out cyclen. Das ist halt crazy mit dem Deck und ich glaube, das werden wir auch sehen. Jack wird halt gleich auf jeden Fall wieder Druck machen mit dem Hawk auf der linken Seite, denke ich mal, genau. Ja. Das macht er immer, um jetzt hier rechts dann zu verteidigen oder verteidigen zu können, ohne dass hier Morten einen zu großen Push aufbauen kann, weil das könnte dann gefährlich werden. Ja. Und Jack hat eben gerade auf der anderen Seite sehr, sehr viel Schaden schon mal gemacht mit dem Schweinreiter. Das war schon ordentlich. Das Megalakai lässt er dran für ein Hit, das passt aber auf jeden Fall. Morten auf der 1, damit es schneller geht. Naja. Unbedingt schneller geht es ja nicht unbedingt, sondern wenn jetzt hier Morten gewinnt, dann ist Jack ja auch in der Runde, wo die Leute noch sind, die sich reviven können. Das heißt, der kann dann später nochmal an den Start treten. Das heißt, theoretisch, wenn jetzt alle 4 Spieler verlieren würden, dann würde man noch eine Round Robin mit allen Spielern sehen. Das wäre dann sogar tatsächlich dann, glaube ich, die längste Variante von diesem Format. Hier jetzt ein großer Fehler meiner Meinung nach von Jack, dass er den Minipick einfach links hinten gespielt hat. Hätte er meiner Meinung nach nicht machen sollen, aber er hat's getan und muss jetzt natürlich mit den Konsequenzen leben. Schweinereiter kommt wieder rein, Mini-Packer ist da. Oh, das ist eine von Schweinereiter, vielleicht sogar zwei, keine zwei, aber das war Damage. Das ist auf jeden Fall Damage gewesen. Da wird der Bad zum Mini-Packer jetzt vermutlich, er muss es so machen, ja. Aber jetzt könnte Jackie Probleme bekommen, da kommt das Holz rein, okay. Es ist eine von Giant. Und das ist viel Damage von meiner, der Mini-Packer läuft weg. Alter, der Mini-Packer läuft weg. Der Mini-Packer läuft Realtalk weg. Oh mein Gott, das könnte es gewesen sein. Da ist auf der anderen Seite der Mini-Packer. Oh, der Mini-Packer. Er predicted es. Musketiere, was ist das für ein Game? Oh mein Gott, Poison-Dings reichen. Poison-Dings reichen. Lock-Adbeam auch, aber er hat sich rechtzeitig. Er muss oh mein Gott, das Ding ist durch. Und damit gewinnt hier Morten mit 2-0 gegen Jack. Absolut stark gemacht. Und damit ist der erste Challenger tatsächlich hier raus. Meine Hand irgendwie außerhalb des Bildschirms. Ja, komplett. Es war komplett. Ja, schade. Aber es war ein nice try, oder? Es war ein nice try. Immerhin. So, der Poison kommt jetzt hier auf die Kobelhütte von Sergio. Okay, wir sehen schon wieder zwei Kobelhütten. Also, ich muss sagen, die Kohle ist echt. So krass. Schon crazy aktiv in der Meta. Genauso wie der Bombenturm. Ja. Beide Karten irgendwie so. Also, das sind mit Abstand die stärksten Gebäude. Also, die sind wirklich. Die werden so viel mehr genutzt und haben so eine höhere Winrate als alle anderen Gebäude. Das ist verrückt. Ja, definitiv. Da hast du völlig recht. Okay. Und wir sehen jetzt hier eine Graveyard-Variante zu spielen, oder? Und genau, Graveyard und Canario spielt Elixiergolem. Ja. Canario packt den Elixiergolem aus und das könnte übel für Sergio Ramos werden. Es ist alles ein Best of 3, das heißt alles entspannt. Die Spiele hier sind jeweils immer ein Best of 3. Morten hat gerade jetzt 2-0 gewonnen, jetzt hier Canario, aber wenn er dieses Spiel gewinnen soll, zum Beispiel natürlich logischerweise noch nicht in der nächsten Runde, sondern er muss dann eben 2 gewinnen, aber ich denke, ich muss euch nicht erklären, was ein Best of 3 ist. Sergio Ramos mit Graveyard, die letzte Karten werden Graveyard plus dann der Baby Dragon sein und Canario mit dem Nado als letzte Karte. Wer hat hier Matchup? Das ist die Frage. Ich glaube, Elixiergolem ist sehr, sehr gut hier. Es ist eine sehr gute Frage. Das Ding ist halt, Elixiergolem kann, glaube ich, hier extrem krass in der Doppel- oder Triple-Elixier-Time werden oder auch schon in der Single-Elixier, wenn sie einen großen Push aufbaut mit dem Heal. Ja, der Poison ist halt useless quasi gefühlt wegen dem Heal. Die Dragons überleben halt einfach wegen dem Healer. Und das ist das Problem, was hier eben Sergio hat, dass er diese Dragons schwer down kriegen wird. Klar, das war jetzt noch okay, die Defense. Allerdings hat er ein bisschen Damage bekommen, hat auch nicht wirklich einen Elixier-Vorteil oder zumindest keinen großen. Und ich glaube, in der Doppel-Elixier-Zeit und später in der Triple wird es halt so schwierig, einen großen Elixier-Push mit Healer zu verteidigen. Da könnte es auch ein Doppel-Triple-Healer-Push werden und das ist dann komplett tödlich. Jetzt wird wieder der Healer kommen.
Ja. Und du hast schon wieder Healer Double Dragon. Das ist halt krass. Und jetzt wird der Nado kommen. Die Musketiere wird instant down sein. Der Healer healt diesen E-Dragon. Oh mein Gott, es ist so krass. Canario hat hier so ein gutes Matchup, meiner Meinung nach. Er hat zwar noch nicht gewonnen, aber es sieht wirklich ultra, ultra gut hier gerade für Canario aus. Und da kommt das. Lebt immer noch. Jetzt nicht mehr. Jetzt leben aber noch die Dragons. Und die Dragons kriegen jetzt den Damage am Turm raus. Ja. Weil eben der Baby Dragon splasht und der E-Dragon halt über die Chain auf den Turm hittet. Teilweise zumindest. Der Turm ist halt fast down. Er könnte theoretisch sogar Erdbeben cyclen. Und ich glaube nicht, dass dieser Graveyard oder dass der oder der nächste Graveyard so viel Damage machen wird, dass hier Canario irgendwie in Bedrängnis kommt. Also ich glaube, dass sie nach einem Win für Sergio Ramos, für Canario ist. Das sieht schon ultra gut aus für Canario. Du hast es angesprochen. Und das müsste insgesamt auch hier der Sieg sein. Wenn denn jetzt hier nicht der Todes-Throw passiert. Aber Canario ist stark mit diesem Deck. Wir haben es öfter gesehen. Sowohl im CWA Cup haben wir ihn damit spielen sehen, als auch eben natürlich in der Notion League, Freunde. Und wir haben immer eine starke Performance gesehen. Und jetzt ist das Spiel durch. Und damit gewinnt hier Canario Spiel Nummer 1 in diesen Best of 3 gegen Sergio Ramos. Das war strong. Ja. Canario führt 1-0. Das wird eingestellt. Und so weiter. Da ist Canario mit dem Schweinereiter am Start und Sergio Ramos spielt so Ice Golem und die Piglets vermutlich, okay. Me entero de todo perfectamente. Sí, claro que sí. Mal kurz für den spanischen Zuschauer kurz beantwortet. Klar. Dafür bin ich ja hier. Sergio Ramos spielt das Firecracker Deck mit den Royal Hawks. Das Deck sieht man aktuell sehr oft in der Meta, ist ein extrem starkes Deck. Canario hat auch die Firecracker dabei. Canario spielt das Deck, was wir auch schon in der No-Tilt League jetzt relativ oft gesehen haben. Und zwar, Mini-Pack hatte noch drin, Erdbeben und dann glaube ich noch das Lock oder das Bubble. Das sind seine Karten. Oder was wäre dein Call? Ja, ich denke auch. Ich denke auch, dass es so sein wird. Also, das Ding ist, diese Variante kann man, oder ich sag mal so, diese Variante haben wir jetzt auch schon ein, zwei Mal gesehen. Und es gibt dann Unterschiede in den Varianten, aber ich denke, dass es so sein wird, wie du gesagt hast. Und die Frage ist jetzt, wie möchte hier Canario durchkommen? Das Ding ist halt, der Hawk, also das Ding ist, Sergio hat den Mini-Packer, hat den Hunter und das Lock, was grundsätzlich eine sehr starke Defense gegen den Hawk Rider ist. Aber wenn da so ein riesiger Push ist mit dem Riesenskelett, und dann ein Hawk Rider hinterkommt oder so, dann könnte, glaube ich, hier Sergio auf jeden Fall in Probleme geraten. Ja. Definitiv, das könnte passieren. Das könnte auf jeden Fall passieren. Canario jetzt hier mit dem Erdbeben. Okay, der Erdbeben sorgt noch für einen weiteren Hit. Not bad. Die Interaktion muss man auch erstmal kennen. Das hat Sergio nicht erwartet. Das hat Sergio nicht erwartet, dass da der Erdbeben kommt und dadurch dann ein Hit am Turm kommt. Das war stark auf jeden Fall gemacht von Canario. Und damit ist der Canario wieder in einem Schadensvorteil. 300 Schaden sind es in Anführungszeichen nur, also noch ist alles drin. Partie ist noch sehr offen, aber trotzdem, Canario macht hier bisher keine schlechte Figur, muss man einfach so sagen. Ja. Schweinereiter kommt wieder rein, okay. Erdbeben aber ist da. Was macht denn der Schweinereiter? Der blockt ja komplett. Ja, also der Schweinereiter, der hat ja gerade ganz schwierig hier, oder ganz schwierig gebackt da. Das war. Man hat gemerkt, wie du dir gerade einen Wortwitz überlegen wolltest, aber dir ist keiner eingefallen. Ja. Er tappt auf frischer Tat. Oh, das sind gute Hits. Das sind zwei Schweine. Was ist der Turm? Was? Der Ewus war die ganze Zeit dran. Aber warte mal, das kann jetzt auch noch. Aber nee, er kann nicht. Er kann eigentlich die Royal Hawksbury. Guck dir an. Der Firecracker, der. Alter. Oh mein Gott, so stark gemacht von Canario. Und damit gewinnt ihr das Spiel. Und damit ist hier Canario tatsächlich mit 2-0 dabei und gewinnt hier das erste Preisgeld. Sammy gegen Canario, genau, er hat bei der No-Tilt League auf jeden Fall eine extrem gute Figur gemacht, hat dort einmal komplett einfach zum letzten Spieltag hier gesweept. Und jetzt sehen wir Sam vermutlich mit Lockbait am Start. Stimmt, No-Tilt League auch, aber auch beim letzten vor S-Kings, was hat Sam auch wenn er am Anfang da generell SK ein bisschen gestrauchelt hatte, ja, weil dort zwei Leute komplett durchgerannt sind, das war glaube ich Adi Petra und. Genau, Adrian Peter hat ja bis zu Mortis geschafft, hat da 750 Euro mitgenommen und dann hat ja Sam Bellikin dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt und es einfach geschafft, alle vier SK Plus zu besiegen, was sehr, sehr krass war. Ja. Jetzt Canario vermutlich mit Graveyard am Start und Sam spielt ja eine sehr, sehr alternative Lockbait-Variante. Das ist so ein bisschen das Sam-Deck, so. Ja, das ist so ein bisschen das Sam-Deck, das sieht nach so einer
Das sieht so aus, als ob Kanonkara Meta wäre, diese Variante. Das, ja. das genau diese Variante wurde gespielt, als Kanonkara extrem stark war. Und ja, Kanonkara ist auf jeden Fall aber solide. Jetzt nicht irgendwie overpowered, aber mal schauen, wie die Variante jetzt hier funktioniert. Und Kanaro scheint jetzt hier entweder... Das klassische Graveyard-Deck. Doch, ja, das müsste Graveyard sein. Ja, 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 ja. Das ist relativ das safe Graveyard. Baby Dragon kommt jetzt hier von Kanario hinten. Er lässt das Kobold fast durchlaufen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen Damage, aber er lässt es extra durchlaufen, um jetzt hier mehr Damage vielleicht zu machen. Was man auch sehr, 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 sehr erfreuen muss, guter Call von Sam, einfach mal den Poison reinzunehmen, damit er eben eine weitere Karte gegen den Friedhof hat. Und wir sehen eben, es zahlt sich hier aus oder es scheint sich zumindest auszuzahlen, denn Canario spielt hier tatsächlich den Friedhof und Sam hat den Poison drin, ist auf jeden Fall in Ordnung. Und auch gegen die Hütte. Er muss ja nicht immer den Poison auf den Friedhof hauen, sondern er kann ihn auch einfach mal auf die Hütte spielen, wie er das gerade gemacht hat. Das war auf jeden Fall auch, oder ist auf jeden Fall generell auch eine solide Möglichkeit hier. Den schreibt dann zu einige, nutzen. Ich will, dass der da damit macht, dass Faust damit macht, dass Pummung damit macht. Jungs, das ist nicht das letzte Event. Dieses Event wird nächsten Donnerstag weitergehen. Es findet meistens, glaube ich, oder findet, glaube ich, immer Donnerstag statt. Letzte Woche war das erste, heute das zweite. Oh, er hat den Mega-Ritter dabei, okay. Ja, aber da werden noch einige Events folgen. Also lasst euch da überraschen, wer da noch alles am Start. Genau. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen, was es da noch geben wird in der nächsten Folge am nächsten Donnerstag. Da werden natürlich wiederum andere Spieler am Start sein. Und ich kann euch garantieren, das wird episch. Da könnt ihr euch drauf freuen. Die Skelette machen jetzt eine Menge Schaden. Die Kanonenkarre ist dran, da hast du recht. Aber die Skelette auch gerade extrem gut gewesen. Musketieren ist jetzt am... Nee, nicht am Turm. Aber also es er ist hat gerade extrem gut Damage gemacht. Aber er hat auch so viel Damage durch die Kanonenkarre kassiert. Und jetzt auch durch die Banditin, okay. Aber er hat eben auf beiden Seiten klar kassiert. Aber er hat auch auf der einen Seite eben mehr Damage gemacht. Also du siehst die linke Seite, die ist halt Kanario in einem klaren Vorteil. Und wir sind auch schon in der Overtime, dementsprechend ist es ein One-Tower-Game. Und deswegen ist es egal, dass jetzt hier beide Tower low sind, weil es eh um den einen Tower geht. Jetzt kommt hier Das ist aber eine Menge. Ich wollte gerade sagen, da muss doch mal am besten einen Schneeball drauf kommen. Jetzt könnte der Friedhof kommen. Kommt der, kommt. Oh, er kommt tatsächlich. Aber das ist sehr, sehr gut von Sam. Er antwortet perfekt mit der Kanonenkarre. Und die wird Damage machen. Kann er das deffen? Auf der anderen Seite haben wir den Mega-Ritter. Die Skelette kommen. Oh mein Gott, der Mega-Ritter ist aber dran. Damit ist das Ding vermutlich durch. Ja, der Mega-Ritter gönnt sich hier den Turm. Und damit gewinnt hier Canario auch das erste Spiel gegen Sam. Ultra stark gemacht von Canario. Ach, stimmt. Ich hab Enemy geschrieben. Opponent schreibt man ja viel eher. Stimmt. Ja, Jungs, das ist ja. Es geht ja hier. Das muss ja jetzt hier nicht das Oxford English himself sein in der kleinen Fluss. Reicht, wenn die Leute das verstehen. Wenn Oxford English gefordert wäre, dann wäre ich der Einzige, der schreiben könnte. Ja, stimmt. Canario stimmt. Mit vermutlich Royal Giant und Sam spielt Kanonenkarre, Eus und Barbarenfass. Es sind 1000 Euro. Also Sam scheint sich heute irgendwie auf die Kanonenkarre zu fokussieren. Ja, oh, die Karre ist dran für zwei Hits. Nee, nur einen, okay. Geht klar. Ist aber auf jeden Fall okay. Mussten auf jeden Fall nochmal kommen. Das war hier, der Mintkicker hat gestrauchelt, sagen wir es einfach mal so. Das sieht nach der Variante von Morten aus. Genau. Die Royal Giant Variante mit der Goblin hat. Genau, die haben wir auch öfters schon jetzt in den letzten Turnieren gesehen. Insbesondere in der No Shield League war diese Variante relativ verbreitet, muss man doch sagen. Wir sind jetzt hier bei. Ich glaube, das könnte auch ein Problem hier werden für Sam, weil das Problem ist, ich glaube, er hat keine Erdbeben oder sowas, sondern er hat noch einen Feuerball in der Variante. Und die Kobelhütte ist halt extrem solid später gegen die Widerreiterin. Zudem hat er den Minipack an der Defense. Er hat das Loch zum Resetten von der Widerreiterin. Er hat super viel. Ich glaube, dass das hier echt saugut hier für Canaro sein kann. Weil was hat hier überhaupt Sam gegen den Royal Giant Push später, der gut supported wird? Er hat kein Single-Target-Damage. Richtig. Er hat zwar die Kanonenkarre, aber die macht nicht so viel Damage. Er hat den Eus, ist aber auch nicht so viel Damage. Stark berechnet, dass hier der Eus noch down geht. Da wusste er genau, dass der down gehen wird. Und jetzt hier ein super starkes Lock. Das ist so viel Damage. Das ist Alter, so das viel ist Damage. Ultra viel Damage. Royal Giant ist die ganze Zeit am Turm dran. Das war richtig viel Schaden, den hier einfach gerade Canario gemacht hat. Und es sieht deutlich, deutlich besser jetzt hier direkt schon vor der Double Elixir Time für Canario aus. Vor allem muss er auch noch den Hit durchlassen hier vom Firecracker. Also das ist wirklich schwierig. Ja. Also ich glaube, dass das hier ziemlich gut für Canario ist. Vor allem auch die Ausgangslage. Also nicht nur das Matchup, sondern auch die Ausgangslage ist, glaube ich, extrem stark hier für Canario. Ja, da kommt Royal Giant rein.
Er kann auch gar keine defensive Mitarbeiter. Er hat halt gar nichts dagegen. Sam muss jetzt einen All-In-Move auf der rechten, auf der linken Seite wagen. Die Frage ist, schafft er das? Kriegt er dort einen All-In-Move hin? Er hat gute Truppen auf dem Feld. Und das könnte gut gewesen sein. Holz kommt rein. Aber die Karre stirbt nicht weg. Die Karre stirbt nicht weg. Ich wiederhole, die Karre ist am Leben. Wenn er die Karre nicht tötet. Na, wobei, der will. Ah, Bats kommt. Aber den Royal Giant auch schon wieder an. Oh ja, der King Tower, der ist halt insane. Der King Tower. Guckt euch mal den King Tower an. Er lässt die Tower jetzt fallen. Aber der King Tower ist halt einfach fast down. Das ist halt insane. Hat Sam stark gemacht, hat den Tower bekommen, aber guck dir, ja, der ging Tower down. Er kann theoretisch Erdbeben zeigen, er kann den nächsten Royal Giant. Er kann ja auch nichts machen, er hat ja nur die Widerreiter theoretisch, um zu verhindern, dass der Royal Giant am Turm connectet. Er hat ja nichts. Das macht er jetzt, gar nichts. Erdbeben. Ganz, ganz üble Nummer gerade hier. Für Sam. Canario ist hier gerade dabei zu sweepen. Er hat jetzt hier, gerade wenn er dieses Spiel dann gewinnt, wonach es gerade sehr, sehr doll aussieht, dann hat er hier die ersten beiden Escape Pros mit 2-0 einfach abgefertigt. Ja. Ich weiß gerade nicht zu 100%, ob Erdbebenblock ausreicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, er braucht. Nein, Erdbebenblock reicht nicht. Nein, reicht nicht. Er braucht noch zwei Erdbeben oder halt zweimal Lock ein Erdbeben. Oder er spielt noch einen Royal Giant. Ja, da reicht halt. Ja, gut, das Lock war jetzt ein bisschen komisch. Ja, der Royal Giant bewegt den Zeitdruck. Da ist der Hit. Und damit ist das Ding durch. Und Canario gewinnt gegen den zweiten Spieler von SK. Und jetzt kommt Nummer 3. Und das ist Javi. Ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Wir sind im nächsten Match. Jeweils hier die Koboldhütte am Start. Ja. Mal schauen, was wir jetzt hier für Decks sehen. Also ich muss sagen, die Koboldhütte ist wirklich... Also das ist fast erdrückend, wie viel Koboldhütte gespielt wird. Das ist Das belastet mich irgendwie, aber gut. Musketieren jetzt hier wieder von Canario am Start. Das sieht eher nach einer Graveyard-Variante von Canario aus. Und Javi hier. Javi spielt Piglets. Das ist Piglets mit Nado. Das ist ein ganz komisches Deck. Das hat Annaban erst neulich gespielt gehabt. Und wir haben gedacht, er hat den Gegner gesniped. Er hat auch den Gegner, glaube ich, gesniped mit dem Deck. Aber es ist jetzt hier für Javi gar nicht so schlecht. Er hat halt Flying Machine, Eismagier und Co. Das ist solid. Ja. Ich bin mal gespannt. Das Ding ist halt, was hat Javi hier für ein Spell? Weißt du das? Ich meine den Erdbeben. Pegel ist noch ein Erdbeben. Okay, Pegel ist ein Erdbeben. Das würde natürlich bedeuten, dass er zwar den Erdbeben hat. Das ist auf jeden Fall nice hier gegen Canario. Allerdings ist das Problem, dass er natürlich jetzt nicht die allerbeste Defense gegen einen Graveyard Tank Push hat, wenn quasi der Cycle nicht optimal ist. Aber eigentlich hat er einige Karten. Ich meine, er hat Barbara, Valkyrie, Flying Machine, Eismagier. Ich glaube auch, die Flying Machine kann hier sehr viel Value rausbekommen. Allerdings ist die Musketierin von Canario auch irgendwie hier der Kasus Knacktus, weil die ist halt extrem stark mit Single Target Damage gegen die Flying Machine, gegen den Eismagier und dann habe ich auch gegen die Valkyrie. Mal schauen. Ja, genau so ist es. Vielen Dank für die Tabs, die gerade alle reinkommen. Werde ich gleich alles vorlesen, Freunde. Dankeschön für eure Unterstützung. Und ihr seht, auf der linken Seite kommen jetzt die Piglets rein, Skelette kommen. Ah, da hat natürlich Canario jetzt seinen Mega-Ritter raus, aber gleichzeitig eine starke Offensive von ihm. Und Javi könnte jetzt hier straucheln. Oh, der Mega-Ritter, springt an Turm durch den Schneeball, wie strong. Der Turm ist down. Der Turm ist einfach down. So ein Vorteil jetzt hier für Canario. Der Turm ist einfach down, du hast es gesagt. Jetzt hat er genug Elixier für den Mega-Ritter, den könnte er jetzt droppen. Droppt ihn nicht, okay. Versucht man den Baby-Ding zu verteidigen, kriegt er hin. Oh mein Gott, was ist denn los? Ja. Wie stark ist dieses Deck, bitte? Canario zerstört hier regelrecht. Gerade im ersten Spiel. Javi, das ist doch unfassbar. Canario ist jetzt hier einfach nicht nur, er hat nicht nur gegen Sergio Ramos gewonnen. Er hat nicht nur gegen Sam gewonnen, auch gegen Javi. Ist er gerade richtig gut dabei und es steht 1-0 für Canario hier. Wir haben die Qualitäten von Canario schon gesehen. Er hat bereits fast gesweept gegen SK im letzten No-Hit-Spiel. Aber dass der jetzt hier wieder so, nochmal so performt, ist einfach nur insane. Canario jetzt hier im zweiten Match gegen Javi mit dem Erdbeben. Da kommt das Holz rein, okay. Truhe endet in der Ansicht. Die Truhe steht hier nicht für das Preisgeld, also für die Erhöhung von jetzt den Challengern, sondern die Truhe steht dafür, wie viele Trikots am Ende für euch verlost werden. Das heißt, je besser die Truhe ist, desto mehr Trikots werden auch am Ende an die Community verlost und rausgegeben.
und die Riesen oder die Truhen ändern sich, je mehr die SK-Spieler quasi gewinnen. Das heißt, wenn jetzt die SK-Spieler komplett gesweept werden, wäre das jetzt an der Stelle, würde nichts quasi zu der Truhe hinzukommen. Wenn ein SK-Spieler gewinnen sollte, dann würden sich halt, oder wird sich der Jackpot quasi erhöhen und dementsprechend, ja. Und dann auch mehr Trikots raus. So ist es. Okay, also ihr seht, das Giant Skelly müht sich ja ab, aber mit der Bombe sollte eigentlich, oh ne, der Building fliegt raus. Oh mein Gott, der Building ist rausgeflogen. Das ist jetzt gut für Ravi hier. Elixier-Golem gegen Hawk Rider mit Riesenskelett. Das ist eine schwierige Frage. Das sieht, glaube ich, echt gar nicht schlecht hier gerade für Ravi aus. Who has this matchup? Yes, what good question. Kanaro ja gar nichts. Kanaro ja gar nichts, was er machen kann. Was will Kanaro jetzt machen? Turm ist down. 1-0. 1-1. Also jetzt 1-0 insgesamt und das Problem, was Kanaro hat, ist, er hat den Erdbeben. Er hat keinen großen Spell. Ja. Ihm fehlt dieser große Spell, der hier irgendwie irgendwie den Damage machen kann. Das Riesenskelett kann zwar nice sein gegen Double Dragon Healer Backup, aber er muss das Riesenskelett auch erstmal parat haben in der richtigen Situation. Oh, aber jetzt hier das Elixier, guck mal. Warte mal, ist das gut? Ja gut, die Kurbel sind halt noch damit, aber das ist so viel Damage vom Hawk Rider. Alter, der Hawk Rider, die Bombe ist nicht dran. Das Holz hätte ich mir eventuell gespart. Aber der Hawk Rider hat super guten Damage auf der linken Seite hier gemacht. War das jetzt worth, ist die Frage. Peter der Hawk Rider. Alter, er hat den Nedo jetzt, ne? Er lässt ihn auch durchlaufen. Okay. Starkes Barpel, damit zieht er die ganzen Truppen nach hinten. Und jetzt kommt die Hütte. Es ist jetzt, also von einer Situation, wo Kanario Ravi extrem geführt hat, auf einmal sieht's zu einer Situation, wo Kanario führt. Richtig, auf einmal sieht es wieder deutlich besser für Kanario aus. Und er wäre nicht der erste Spieler, der es schafft, vor Morten alle Spieler mit 2-0 zu zerstören. Wenn jetzt hier Kanario irgendwie gewinnt, dann hat er tatsächlich das 2-0 geschafft. Aber wir werden sehen. Wir werden es sehen, Freunde. Schwanreiter kommt, okay. Spearcops sind da. Ding ist, die Dragons sind zwar nice jetzt, aber die kommen halt, das Riesenskelett ist nicht in der Turmreichweite, dadurch kam die Chain nicht am Turm. Ja. Nur jetzt einmal am Ende und die Dragons gehen halt jetzt down von der Bombe. Richtig. Wobei der Building fliegt raus. Beide fliegen raus. Oh, das war, glaube ich, nicht so geplant. Oh, das sieht jetzt hier deutlich, jetzt sieht es wieder besser aus. Es ist ein Hin und Her. Es ist ein stetiges Hin und Her. Ja. Der Dragon ist jetzt aber down. Bubble kommt rein. Bubble ein bisschen zu weit. Gefällt. Ja. Oh, mach den Hit, das Scheiß, Skelly. Das ist ja. Alter. Das ist ja so ein. Aber der Schweinereiter! Der Schweinereiter! Ja, aber er hat Nado. Ja, trotzdem. Dran. Warte mal, ist das Riesenskelett dran? Nein, ist nicht dran. Nein, niemals. Ja, nee, okay, nee, sollte es nicht dran sein. Oh, ich hatte gerade ganz kurz Panik, weil das. Junge, wenn das dran gewesen wäre, dann, also. Dann, der Schwede. Jetzt muss er hier echt aufpassen. Also, ja. Ravi ist hier echt unter Druck, weil Kanaro macht das sehr, sehr gut und pusht immer so, dass Ravi hier echt Probleme hat in der Defensive. Jetzt wieder ein guter Push. Jetzt kommt ein geiler Nado. Ja, da muss aber noch eine Hütte kommen. Oh mein Gott, der Bading ist weg. Das sind zwei zum Schweinereiter. Jetzt kommt hier aber auf der anderen Seite der Elixier mit dem E-Dragon rein. Der E-Dragon ist nicht am Turm. Oh mein Gott, du hast recht. Der Erdbeben, der E-Dragon ist nicht am Turm. Jetzt am Turm erst. Und er wird nicht fokussiert. Jetzt. Oh mein Gott. Ich weiß auch nicht. Alter, was ist das für ein Game? Jetzt müsste ein Elixier. Er wird Elixier bringen. Ja, Elixier mit Elixier. Jetzt muss er ganz schnell zur Hütte cyclen. Holz kommt rein. Perfektes Holz. Mini-Packer ist da. Es reicht doch nicht für Schaden hier. Auch noch ein Erdbeben. Jetzt kommt die Hütte. Ein Nado. Oh ja, mein Gott, Nedo ist da. Und jetzt müssen Erdbeben kommen. Und damit kann Ravi im unfassbar close Match einfach ausgleichen. Holy. Wir sind drin. Kanario, drittes Spiel gegen Ravi. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Ich bin da. Okay. Riesenskelett. Mit Hawk Rider schon wieder von Kanario. Also Kanario scheint hier beim Deck geblieben zu sein. Und Ravi spielt jetzt hier Ewis, Bandit und Lob. Was spielt hier jetzt Ravi? Okay, oh, Ravi spielt Megaritter, Miner wahrscheinlich. Ja. Das wäre eine komische Variante, muss ich sagen. Bei dir ist gerade wieder ein Schiff angelegt. Ja. Ich wohne, wie gesagt, im Hafen. Ja. Und im Wasser. Im Meer, richtig. Oh, gute King Tower Activation hier. Das war gut. Trotzdem macht die Falke noch ein bisschen Ehre. Ja.
einen nur Fuß weiter war es. Also, solider Start für Ravi. Es sieht tatsächlich nach einer Mega-Ritten, so komplett Old Classic Mega-Ritter meiner Poison-Variante mit gefühlt fast All Legendary Deck aus. Also. Ja. Wenn er, stell dir mal vor, Ravi spielt jetzt wirklich Only Legendary. Einfach so. Das wäre krass. Verrückt. Aber das macht er nicht, das macht er niemals. Er hat safe noch ein Poison dabei oder so. Er könnte theoretisch, was könnte er noch spielen? Widderreiterin? Könnte er noch spielen? Minor? Aber das macht keinen Sinn zusammen. Das macht keinen Sinn zusammen, nee. Es macht keinen Sinn, das sollte eigentlich nicht sein. Ja, Poison. Dann wird vermutlich noch entweder Widderreiterin oder Minor sein und dann, ich glaube, es ist jetzt sogar Widderreiterin und Snowball. Das war jetzt ein ganz, ganz krasses Commitment gerade von Canario, was er machen musste. Aber er hat den Ibus dabei, also alles entspannt. Maximal ein einziger von der Widerreiterin. Nicht mal der kommt durch. Und das sieht jetzt hier gut für Canario aus. Er hat halt Ibus Mini-Packer Lock gegen die Widerreiterin. Das ist halt brutal. Ja. Aber auch die Antworten von Junge. Auch. Javi hat die Hälfte seiner Karten sind irgendwie gut gegen den Schweinereiter. Holz, Schneeball, Megaritter und die Widerreiterin. Super gut. Ja. Guter Poison, er muss den Firecracker irgendwie loswerden, weil der sonst das sonst schwierig für ihn werden könnte. Jetzt kommt der Eos. Und jetzt könnte theoretisch Ravi einfach mal auf der anderen Seite mit einer Widerreiterin reingehen, aber macht er nicht, weil er genau weiß, der Minipacker ist noch im Cycle. Und Glock auch, ja. Genau. Schweinereiter kommt rein. Oh, Banditen charged auf das Giant Skelly. Das wird nicht von Schweinereiter werden. Ja, Hit ist da. Okay. Ah, dann muss jetzt aber auch nochmal... Okay, Schneeball. Alter, ein sehr, sehr ausdrückliches Match und das wird spannend. Das wird spannend, meiner Meinung nach. Ja. Und es ist tatsächlich diese Variante mit Widerreiterin, nicht mit meiner von Javi. Die Variante wird tatsächlich sogar noch sehr aktiv gespielt. Also es ist nicht so eine Old Classic Variante, auch wenn es die schon länger gibt, aber die Variante wird auch immer noch gespielt in der da. Ja. Genau. Ja, der Eos ist halt so key hier für Canario, weil mit dem Eos kann er den Inferno Rank clearen, mit dem Eos kann er die Widerreiterin stoppen. Der ist wirklich so key in diesem Match. Minipacker ist da. Defensive Widerreiterin, okay. Aber ich glaube, der Minipacker wird so oder so hitten, ne? Alter. Das ist, Alter, das ist so ein knappes Match. Beide kommen nicht durch. Beide haben so gute Defense gegen den anderen und beide kommen nicht wirklich in der Offensive durch. Das ist sehr interessant. Erdbeben ist da, das wird... Oh, Alter, ich dachte, es wird nicht. Ich dachte, es wird nicht, aber es wurde kein Hit. Das hat... Kannst du das Geräusch bitte nochmal kurz wiederholen? Es tut mir leid, Kette geht nicht. Einmalig, das ist einmalig verfügbar. Die Widerreiter! Der Eos kam ganz, ganz knapp. Ja, aber wirklich ganz, ganz knapp vor knapp. Aber das sind viele Widerreiterinnen jetzt gewesen. Ja, das war ordentlich Damage. Und jetzt könnte hier Canario Probleme bekommen. Ja, vor allem, weil absolut. Jetzt hier einfach der Megadrive am Start ist. Richtig. Ja, wobei, jetzt gerade nicht. Ja, weil er hat, glaube ich, keinen Megadrive. Cycle, das ist ein Hit. Oh, es ist Damage und vor allem jetzt geht alles durch. Aber die Charge raus, nein, die Charge raus. Ah, nee, die Batidin Charge raus. Oh, Batidin hat komplette Ehrenaktion gemacht. Aber. Ja, wie darf der jetzt Megaritter und Widerreiterin? Ach du Schande, der Schweinereiter jetzt rein. War das clever? Der Schweinereiter backt, der backt! Guck mal, der backt! Kein Zugang! Fahren, durchfahren, verboten, aber trotzdem. Es ist ein Hit. Oh mein Gott, es ist ein Hit. Es ist ein Hit! Lock Erdbeben reichen, meinst du? Oh, warte. Sekunde. Oh mein Gott, der Eos ist da. Also, Lock Erdbeam, ja, ich habe den Poison auf der falschen Seite gesehen, das war fail. Oh mein Gott, ja, Erdbeam ist da und damit gewinnt Canario hier mit 2-1 das Spiel. Und jetzt sehen wir tatsächlich hier als Last Man Standing Morten. Super stark gemacht von Canario, extrem gut gespielt. Man hat gesehen, auch in Drucksituationen ist der Junge hier on point und das war richtig, richtig strong. Genau, letztes, Spiel Nummer letztes und zwar Morten gegen Canario. Und letztes Best of 3. Wir schauen rein. Canario mit den Bets am Start. Und Morten mit der Prinzessin. Das sieht nach Lockbait aus. Das sieht nach Classic Lockbait aus. Oh mein Gott, er spielt Lockbait. Er spielt tatsächlich Lockbait. Aber Canario spielt das Deck, was er eben auch schon gespielt hat. Und das. Ich bin so hyped auf dieses Match. Ich bin so hyped. Bei Morten mit Classic Lockbait zu sehen, alter Schwede, das ist. Das ist crazy. Das ist echt Morten crazy. Damals war Morten ja der komplette One-Trick im Ladder. Also damals hat er immer Lockbait im Ladder gespielt und hat damit auch unglaubliche Finish erreicht. Also Morten extremer Gott mit Lockbait. Deswegen mal schauen,
wie dieses Spiel jetzt hier ausgehen wird. Allerdings ist es jetzt das Deck, was Morten selber gepickt hatte mit Royal Giant jetzt hier gegen ihn. Einige schreiben jetzt rein, Faust kommt zu SK. Nee, das ist nicht der Fall. Also, nee. Es ist jetzt ein Teaser für euch, aber... Das ist ein Teaser für euch, was auf dieses Event bezogen ist. Richtig, genau. Mehr sage ich jetzt einfach mal nicht. Okay. Royal Giant kommt rein. Oh, es ist Royal Giant. Es ist Royal Giant von Canario. Es ist nicht das Giant Scale Deck, sondern es ist Royal Giant. Und naja, Morten genau. Was Morten ja selber gespielt hat am Anfang. Ja. Also quasi Canario hat jetzt das Deck von Morten geklaut und spielt es jetzt hier gegen ihn. Und er hat halt die Kobelthütte, hat das Lock und den Erdbeben, was halt super strong für Canario ist. Ja. Weil Morten hat den Inferno Tower und mit dem Inferno Tower kann er irgendwie gefühlt nichts machen in diesem Matchup wegen dem Erdbeben. Und die Kurve ist auch so stark hier für Canario, um Druck zu machen. Allerdings kann halt Morten ihn vielleicht irgendwie auch zeigen. Da muss halt Canario aufpassen. Das wird ein unglaublich spannendes Spiel. Ja, das wird es auf jeden Fall. Das Spiel an sich von der Quality her super, super krass. Wir haben absolut krasse Spiele dabei. Canario hier und Morten, beide absolutes Deluxe-Programm. Und da kommt die Firecracker rein. Okay, wird hier weggelockt. Canario schreibt nicht schlecht. Da kommt das Koboldfass rüber. Okay, eventuell da jetzt wieder das Lock drauf. Ja. Und dort die Goblin Gang von Morten an der Brücke. Jetzt kommt der offensive Royal Giant. Guards werden jedoch attackiert. Er hat den Nado dabei. Er hat nicht den Inferno-Turm. Er spielt mit dem Nado. Und es ist eine perfekte Defense. Super gute Verteidigung hier von Morten. Besser hätte man es kaum machen können. Lock kommt anständig. Aber auf der anderen Seite muss er aufpassen. Also beide verteidigen ist jetzt sehr gut, aber jetzt kriegt hier Morten ein bisschen Damage. Also ja, und Morten jetzt hat die Prozessinnen. Sehr gut. Es ist so krass, wie er die Prozessinnen protected und oh mein Gott, sie haben die eine bitte überlebt. Das war sau lucky eigentlich sogar von Canario, weil hätte die nicht überlebt, dann hätte er so ein Problem jetzt gehabt. Alter. Ist viel Damage von Morten. Also Morten spielt das bis jetzt hier echt sau stark. Ja, absolut. Guter Erdbeben kann er machen, weil die Goblin Gang geht davon down. Das ist, auf jeden Fall. Und hier kommt der nächste Royal Giant. Morten ist auf Full. Er weiß jetzt halt, dass der Nado gespielt wird und nicht der Inferno Tower. Dementsprechend kann er jetzt hier auch mit Royal Giant dann reingehen. Ja, aber es ist kein Hit. Er bekommt es perfekt verteidigt. Ja. Ganz komisches Kobolfass. Ja, Kobolfass wird komplett von den Guards abgefangen. Ich meine nicht ganz komisches, sondern halt ganz, also... Anders halt platziert, sehr, sehr alternativ platziert. Ja, genau. Alternativ platziert, genau, das wollte ich sagen. Oh, Holz kommt rein, trifft nicht die Prinzessin, das wäre es noch gewesen. Aber jetzt hat eben Canario kein Lock mehr. Ja, das ist Lock. Das ist guter Damage, das ist sauguter Damage. Ja, Erdbeben kommt, Nedo ist auch da. Und jetzt hat er wieder die Goblin Gang und Canario kommt nicht durch, er kommt einfach nicht durch. Dass der Nedo hier drin ist, ist so gut für Morten, weil eben fast jeder den Erdbeben spielt und der natürlich extrem strong gegen den Inferno-Turm wäre. Er muss noch blocken, genau, macht er auch. Kommt das nächste Barrel rein. Holz wieder im Cycle, bringt er auch nach hinten natürlich, sieht natürlich ein Canario, gar keine Frage. Da kommen wieder Nedo plus, ja, die Goblin Gang wird sich verspäten. Jetzt kommt sie. Aber das ist das nächste Fass. Da ist das nächste Fass. Und er hat nur die ganzen. Das war's. This is it. Morten gewinnt. Perfekte Defensiven plus dann einfach aus Cycle. Das ist das Ding. Und damit geht Morten mit 1-0 in diesen Best of 3 in Führung hier. Und wir sehen Flobby jetzt hier. Flobby zittert voll. Nee, ich habe nur mein Bein gewackelt. Nennt sich auch einfach. Ich kann nicht still sitzen Syndrom. Ich war extrem gespannt, was du da sagen würdest. Wie sich das nennt. Aber das ich kann nicht still sitzen Syndrom finde ich sehr gut. Okay, da kommt der Lava-Hund rein. Lava-Hund von Canario. Ich kann nicht still stehen Syndrom tatsächlich. Also ja. Wie funktioniert das denn? Oh mein Gott, Morten geht hier full in. Der Inferno-Ding kommt rein. Oh, das war glaube ich nicht geplant von Canario. Ich glaube, er wollte eigentlich, dass der Ballon getargetet wird. Aber ich glaube, der Turm wäre so oder so down gewesen. Ja, either way. Also ich glaube, ein Holzfäller und den Dings nehmen sich jetzt hier nicht viel. Aber auf der anderen Seite muss er jetzt zwei Sachen verteidigen. Den Lava-Hund plus dann eben... Also wenn er das verteidigt bekommt, dann... Doch, bekommt er hin, oder? Nee, bekommt er nicht hin. Oh mein Gott. Doch, Schneeball hat er noch. Snowball, Alter, sau stark. Er hat es verteidigt bekommen. Der Sepp von Canario hätte eventuell nicht auf der linken Seite kommen müssen. Das war ein Fehler. Aber jetzt kommt hier der Darkputz rein. Und das sieht insgesamt hier sehr, sehr gut für Morten aus. Weil er einfach mit Ballon und Holz wieder reinrennen kann. Und
Und das wird ein Charge, wenn es dumm läuft. Oh, es wird ein Charge. Ich hab das noch nicht so geplant. Nee. Das war unlucky, aber starker Predict, starker Predict. Er wird, denke ich mal, auch jetzt hier reinballern. Wobei, jetzt vielleicht nicht, da der Baby-Ding gespielt wurde. Ja, Baby-Ding verhindert das hier sehr schön. Jetzt aber eventuell, okay, der Poison kommt. Jetzt eventuell die Möglichkeit. Kanaro hat kaum Elixier und Morten hat die Möglichkeit, zum Beispiel Eiskolem, Ballon und Heilgeist zu setzen. Jetzt aber hier 1:1. Ja. Macht er auch. Genau das macht er auch. Jetzt kommt hier der Inferno Dragon. Snowball kommt. Boah, das ist stark, das ist stark. Ich glaube, der ist außer Range. Ist oh mein Gott, der ist geheilt. Der Inferno Dragon läuft raus. Und das müsste der Turm sein. Guckt euch das an. Kanaro hat keine richtige Antwort gegen den Loon. Das nutzt Mord natürlich hier perfekt aus. Und das ist das 2:0. Kann er jetzt auch verteidigen. Sogar noch ein Hit am King Tor. Also das ist jetzt brutal. Ja, also das 1:0 ist es, aber beide Türme auf der... Der Turm auf der linken Seite ist ja auch down von dem Holz. Aber es wird schwierig, tatsächlich jetzt hier einen großen Push zu verteidigen. Aber ich glaube, er kann. Ja, er bekommt 10. Er stackt einfach die Musketiere. Ja. Er stackt einfach die Musketiere rein. Oh mein Gott, jetzt haben wir da. Oh, Problem. Er bekommt es aber hin. Nee, er bekommt es hin. Er schafft es. Und das müsste tatsächlich das 2:0 hier sein. Kanaro schreibt gutes Spiel. Morten auch. Und das ist tatsächlich durch. Kanario wird sich hier vermutlich nicht mal einen Turm holen. Und damit gewinnt hier Morten das Spiel und kann verhindern, dass hier Kanario tatsächlich SK kommt. Komplett sweeped. Ich glaube auch, Jack hat sich im Nachhinein schon geärgert, dass er die Reihenfolge nicht bestimmt hat, aber... Ja, ich glaube auch. Keine Ahnung, man weiß es nie. So, jetzt sind wir hier Ruben gegen Search. Ruben ja auch ein sehr, sehr starker Spieler bei dem Keso. CL-Spieler. Genau so ist es. Auch Ruben eine absolute Maschine hier. Wir sehen, da kommt die Firekickerin. Oh, Musketieren reicht sie aus. Ja, sie reicht ganz knapp aus. Und Ruben spielt hier Friedhof. Ruben auch einer der absolut krassesten Spieler bei Team Keso. Hat er schon in der letzten CL-Saison gezeigt, was er kann. Und da kommt das Holz rein, okay. Liege ich richtig, wenn ich sage, dass Team Keso auch beide Matches in der Notil League gewonnen hat bis jetzt? Du liegst... ich hatte den Plan gar nicht ganz im Kopf. Auf jeden Fall haben sie das erste gegen Chivas gewonnen. Und beim zweiten mussten sie... Ja, sie haben beide gewonnen. Sie haben beide gewonnen. Genau, sie haben auch gegen Tribe haben sie auch gewonnen. Also du liegst richtig. Es ist Team Keso ein extrem guter Start gelungen. Okay. Skelette carryen jetzt hier nochmal in der Defensive. Das Ding ist allerdings, dass Sergio hier schon ordentlich Damage bekommen hat. Ja. Und Sergio spielt wieder diese Variante hier mit Royal Hawks und dem Firecracker. Und Ruben scheint hier auch wieder einfach diese Greyhound-Variante zu spielen, nur ja, die ist halt so ultra beliebt, diese Friedhof-Variante, das gibt's gar nicht. Es ist wirklich insane, wie viele Leute diese Greyhound-Variante spielen. Allerdings spielt Ruben mit Dark Prince statt Mega-Ritter. Kanario hat das ja gespielt mit Mega-Ritter und Ruben jetzt hier mit Dark Prince, aber es ist ja letztendlich eine sehr ähnliche Variante. Der Dark Prince ist halt auch mal stärker gegen die Royal... Na, wobei, weiß ich gar nicht, ob Mega-Ritter oder Dark Prince in der Situation stärker ist. Beide Karten auf jeden Fall stark gegen Royal Hawks. Aber bis jetzt extrem stark von Sergio gespielt. Die Musketiere lockt er jetzt hier. Ja. Also es ist even, einigermaßen even. Zumindest Sergio ein bisschen in Führung, aber es geht insgesamt noch klar. Und ich muss sagen, ich feiere extrem den Dark Prince in diesem Deck. Ich feiere es extrem. Schwarzen war ja gestern im Stream zu Gast, hat dort einfach Platz 1 der Welt mit diesem Deck gemacht. Warte, mit welchem Deck? Mit dem Deck, was Ruben genau spielt. Also mit dem Dark Prince. Okay. Weil normal ist da ja der Ritter drin, aber der Dark Prince ist halt genau gegen die Piglets, die ja hier Sergio Ramos auch spielt, deutlich, deutlich besser als der Ritter. Ich meine, das ist ja logisch. Hast du gerade den Hit gesehen vom Dark Prince, auch noch den Hunter getroffen? Also das ich habe keine Ahnung, wie der Hunter Schaden bekommen hat. Ich habe es nicht genau gesehen, aber ich frage mich, wie. Das war ja so eine Range. Oh, jetzt geht er rein, jetzt geht er rein. Jetzt wird es hier nur einen Move geben, aber da kann er halt einfach mit Skeletten und mit dem Bubble, kann er halt super stark verteidigen, das Ganze. Und der Dark Prince überlebt das Ganze. Mit einem Elixier verteidigt er hier und kriegt... Oh mein Gott. Und ich habe das Gefühl, 1:1 dieselbe Situation hatten wir heute Abend schon mal. Es ist komplett krank. Damit gewinnt hier Ruben das erste Spiel gegen Sergio Ramos erneut. Und Sergio Ramos muss sich jetzt hier beweisen und muss jetzt hier mal zeigen, dass er auch mal ein Spiel gewinnen kann. Der Sturm, den wir dann euch hatten. Wie hieß nochmal der Sturm neulich? Wie hieß der nochmal? Sabine. Ja, genau, Sabine. Wenn es irgendwie Sabine gewesen wäre, aber wie kommt der denn auf... So, wir sehen Spiel... Susanne. Susanne hieß der, oder? Nee, Sabine. Nee, Sabine. Sabine war richtig. Okay, Ruben mit... Oh mein Gott, das könnte das umgekehrte Matchup sein. Es könnte genau das umgekehrte Matchup sein, was wir gerade gesehen haben von Ruben eigentlich. Also was eigentlich Ruben hier gespielt hatte.
Ja, oh mein Gott. Es ist genau das, Alter. Wenn Alter, jetzt Ruben gewinnt, dann wäre das ein Statement. Das wäre ein Statement. Oh mein Gott, stell dir das vor einfach. Stell dir das einfach vor. Ja, ich stell es mir gerade vor. Da kommt der Erdbeben rein, okay. Baby Dragon hingespielt. Alter, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass Ruben das gewinnt. Ja, ich auch. Guck dir allein der Push. Allein der Push. Na gut, das. Oh, gutes Holz auch. Ah, wobei, das war jetzt aber der Mini-Packer. Da muss auch ein Dark Prince reinkommen, das ist nicht so gut. Aber Ruben hat jetzt auch wenig Elixier. Und vor allem auch nicht die besten Antworten gegen den Dark Prince. Ja, wobei er hat das, okay. Der wird ja, jetzt einfach gleich einen Lock drauf spielen oder so, oder Heilgeist. Heilgeist kommt, es geht klar, es sind zwei jetzt, passt aber. Ist insgesamt okay. Ruben. Solide verteidigt. Ist hier im Schadensvorteil. Mhm. Du musst da 1-0 einstellen. Oh ja, das ist an der Stelle. Warte, Ruben hat gewonnen, naja. Ja. Sieh. Ich bin mal gespannt. Also, wenn jetzt wirklich Ruben erst das. Genau. Wenn er erst mit Graveyard gegen die Royal Hawks gewinnt und jetzt hier das umgekehrte Matchup auch gewinnt, also das wäre wirklich irgendwie, das wäre crazy. Das wäre ziemlich crazy, absolut richtig. Babyding ist dran, im Mini-Packer, oh! Hey, Mini-Packer, es wird 2 Hits am Start, das ist so übel. Jetzt reichen einfach Lock und Erdbeben aus. Das ist halt das, so wie es jetzt gerade aussieht, gewinnt das hier oben mit 2-0. Aber das Ding ist halt einfach, das Erniedrigende daran ist halt einfach, er gewinnt mit dem einen Match, er gewinnt beide Seiten, ja? Er gewinnt nicht nur, dass man jetzt sagen könnte, okay, Graveyard ist insgesamt stärker, sondern er gewinnt auch einfach die genau umgekehrte Variante. Ja, und er gewinnt es mit einem aggressiven Mini-Packer, den er eben, er hat halt einfach Sergio gezeigt und hat mit einem aggressiven Mini-Packer hier so viel Pressure gemacht und Sergio hatte keine Antwort parat. Alter. Und es gewinnt einfach Ruben komplett souverän. Er gewinnt beide Seiten, also... Das ist brutal, muss man sagen. Absolut. Ruben gegen Javi. Flobby enorm konzentriert gerade. Ja, ich muss ganz kurz was schreiben. So, ja, das ist, ich weiß nicht, hast du das auch? Also wenn ich etwas schreibe, dann kann ich dabei nebenbei nicht noch reden und denken. Also wenn ich irgendwas schreibe, dann ist es schwierig. Kennst du das? So, keine Ahnung, ich schreibe jetzt gerade, ich muss da eine Nachricht schreiben, so währenddessen... ist alles anderes ausgeblendet, verstehst du? Kennst du auch, oder? Ja, du hast mit Sina geschrieben, ist ja klar. Ja, genau, stimmt. Overlay anpassen, ja. Das wird natürlich sofort getan. Javi jetzt hier gegen Ruben im ersten Match. Und wir sehen jetzt hier die drei Musketier-Royalhawks-Variante. Auch die sieht man aktuell oft im Nether. Das ist die alternative Royalhawks-Variante, die es noch gibt, neben der mit der Firecrackerin, die wir gerade eben gesehen haben. Und auch die ist sehr, sehr stark. Und Ruben spielt jetzt hier wieder Graveyard. Also man sieht echt viel Graveyard, viel Royal Hawks. Das war direkt ein bisschen Schaden von Javi mit der Musketierin. Ja, einige Hawk-Decks. Aber das Ding ist halt auch, dass Erdbeben wirklich in so vielen Decks vertreten ist, weil entweder spielst du eine Hütte und Erdbeben oder nur eine Hütte oder ein Erdbeben ohne eine Hütte. Klar, also irgendwie ist es... Hast du gerade alle Varianten genannt, die möglich sind? Ja. Ja, hab ich. Da kommt die Musketieren rein. Die Musketieren und der Schneeball jetzt hier drauf auf nur den Eisgolem, um den zurückzukicken. Oh, das war nicht schlecht. Aber trotzdem wird der Eisgolem gefokust. Baby Dragon ist am Start. Gute drei Musketieren. Also, Javi macht das hier sehr aggressiv mit den Musketieren. Aber irgendwie gefällt mir das. Irgendwie finde ich das. Und jetzt muss Ruben aufpassen. Boah, da kommt der Mega-Ritter. Er hat wieder den Mega-Ritter. Das ist krass. Der Dark Prince wäre dort deutlich schlechter gewesen. Das Skelett-Split misslingt. Aber Ice Cream geht klar. Ice Cream passt das. Jetzt ist die Frage, kann er hier irgendwie Kapital rausschlagen? Das reicht immer noch kommt nicht. Kommt der Mega-Ritter an. Oh, Mega-Ritter springt. Oh, was? Ja, man hat den gemacht, Sound bereits gehört, aber das war stark von Javi. Bisschen Damage, der hier connected, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also Javi da kommen ist die drei Mystics. Geht er jetzt rein, ist die Frage. Nee, er spielt nur den Poison. Er spielt nur den Poison, okay. Da kommt der Friedhof. Oh, das war ein starker,
Schneeball nochmal hier. Babydecken wird nicht vom Turm fokussiert. Das könnte wichtig werden. Musketieren ist am Turm für einen. Ja, für keine zwei, aber der Heilgeist reicht nicht aus. Guck mal, die Babydecken! Der Babydecken plus die Larrys haben so viel Damage nochmal gemacht. Oh mein Gott. Vor allem, der Babydecken hat die ganze Zeit den Hunter noch mit gesplashed. Ja. Und dadurch ist der Hunter einfach dead. Ja. Eieiei, das war stark gemacht von Ruben. Und irgendwie Alter. Weiß ich nicht, wie das jetzt hier... Was wir jetzt hier machen soll. Jetzt kommt der Mega-Ritter an der Brücke. Er hat aber auch den Mega-Ritter. Da kommen hier drei Musketiere rein. Jetzt ist das Ende. Jetzt müsste das Ding tatsächlich um sein für Ruben. Ruben müsste gewinnen. Da kommen die ganzen späten Fehler von Javi, hier drei Musketiere zu spielen. Das punisht aber natürlich Ruben ehrlich eiskalt. Gesagt, es war die einzige Möglichkeit. Es war die einzige Möglichkeit. Ja, du hast recht. Ziemlich, ziemlich krass. Aber wir sind schon im nächsten Spiel. Sag doch einen Ton. Ach so, ich dachte, du bist auch schon drin. Nein, ich habe die ganze Zeit... Ja, egal. Wir sind drin. Es ist nicht viel passiert. Noch nicht viel passiert. Sehr defensiv bis jetzt das Ganze gewesen. Beide haben nur die Brückenduelle ausgetauscht. Nicht viel passiert. Ruben spielt wieder die Riesenskelett Hog Rider Erdbeben-Variante und Javi scheint hier ein Ballon-Deck mit Bomb Tower zu spielen, wie es scheint. Ja. So sieht zumindest aus. Ah, das war der Bait. Ja, da kommt der Loom rein, okay. Und da haben wir den Eus. Er hat halt EOS Spear Drop, das ist eine stronger Defense, das muss man auf jeden Fall sagen. Jetzt ist halt die Frage, wie möchte hier Javi später, Ruben später durchkommen, weil der Bomb-Tower ist natürlich in der Defense da. Der EOS wird nicht fokussiert, okay. Gut, guter Bomb-Tower, sehr gut platziert. Allerdings ist jetzt die Bombe nicht auf dem Hawk-Rider und das ist viel Damage. Alter, Hawk-Rider macht geschmerzt. Ultra viel Damage am Turm. Also aus Kravis Sicht war der gerade echt unsatisfying, dieser letzte Hit vom Hog Rider. Das hat echt geschmerzt. Absolut. Aber das Ding ist grundsätzlich, guck dir mal an, was hat bitte Ruben gegen Luft? Er hat nur die Spearcops, den Eus und die Firecracker. Das ist schon einiges. Ihm würde halt so ein Schneeball oder so noch gut tun, aber du hast schon recht, es ist nicht so krass. Ja, absolut. Es ist nicht so krass, da kann man sich nicht drüber schreiten. Ich glaube, es kann echt sein, dass Ruben hier mit Ballon auf jeden Fall durchkommen wird. Guck mal, er kann jetzt theoretisch einen Snowball oder einen Barbell auf die... Aber macht er jetzt nicht. Okay, jetzt kommt der Snowball. Boah, super guter Snowball. Aber es ist trotzdem gehit. Kein Hit. Ja, wird kein Hit. Stark die Firecracker an der Stelle. Auch wenn der Snowball extrem gut war. Ja. Kommt der Erdbeben rein, okay. Predicted. Kann er halt easy predicten. Dass es ist ein Hit. Da kommen. Und es ist auch ein Hit vom Eus ebenfalls. Krass, er führt echt eindeutig, muss man sagen. Ja, verdammt eindeutig. Javi will jetzt hier defensiver spielen, das Ganze. Meiner hinten ist das jetzt der Play, ist halt so die Frage, ne? Er spielt jetzt hier defensiv, aber das Problem ist halt, jetzt kommt wieder einfach ein Erdbeben und Javi kann nichts dagegen machen. Ja, richtig. Es ist einfach Free Damage, den Ruben bekommt und das Cycle läuft weiter. Er kann halt immer den Erdbeben raufhauen, aber die Musketiere ist natürlich jetzt hier stark. Er kann jetzt halt versuchen, hier die Musketiere irgendwie zu stacken. Ja. Das kann er probieren. Da hat nämlich jetzt Ruben nicht so viel gegen. Das war stark verteidigt hier, muss man sagen, von Javi. Aber man muss auch sagen, Javi hat halt nicht so richtig den Konter gegen die Firecrackerin. Das war gut, ja. Jetzt könnte er mit Blumen reingehen. Oh, Musketiere links, guck mal. Timing. Kommt da der Bombtower? Ja, Bombtower kommt. Und jetzt könnte das hier ganz schwierig werden für Ruben. Er kriegt es gedeft. Er kriegt es verteidigt. Spearcops kommen rein. Eus ist auf der linken Seite. Javi ist plötzlich wieder dran. Plötzlich ist er wieder dran. Er hat nichts im Cycle. Er kann nichts machen. Ah, doch, oh mein Gott, der macht einen Hit. Dennoch sieht es hier super gut mit der Firecrackerin aus. Und die kommt dran an den Turm. Und damit ist das Ding durch. Ja. Und damit gewinnt hier Ruben auch gegen Javi. Nee, aber alleine. Freiwillig. Achso. Weißt du? Dass ich das alleine, okay. Ich würde es alleine casten. Aus eigenem Wille. Alleine casten, einfach weil. Also, das wäre. Big Sinn, du würdest einfach 4-0 machen, ich sag's dir. Ja, klar. Safe. Ich will 1000 Euro abräumen. So, Sam jetzt hier mit der Firecrackerin. Könnte das Royal Hawkstack hier sein? Ja. Ruben wieder mit. Mit Musketieren. Oh nein, nice. Oh nein. Mit Loon, okay. Ruben jetzt hier mit einer Loon Lumberjack-Variante. Sam hier mit den Royal Hawks, okay. Oh, aber Ruben hat einen super guten Start. Da muss die Koboldhütte kommen. Die kommt auch, aber die Musketiere überlebt mit 2 HP. Jetzt was ist denn das? Oh mein Gott. Es ist die Royal Giant-Variante von Sam und er verliert direkt den Turm im ersten Push. Aber Sam konnte auch nichts machen. Nein, keine Chance. Also, das ist schon wieder wirklich. Also, das ist. Der Start ist wirklich nicht gut hier gewesen für Sam.
absolut gar nicht. Absolut ganz, ganz übler Start. Und da kommt der Sombrero-Dude von Sam. Genau, der Sombrero-Dude. Jetzt, also ich, das Game ist durch. Also das, wir werden jetzt hier einfach zuschauen, wie Sam hier irgendwie versucht, dort durchzukommen, aber er wird nicht durchkommen. Ja. Crazy good. Ja, yeah, wenn ich who that's true. Ruben played really, really well. So far. Es una maschina grande. Oh Gott, bitte hör auf. Oh, der macht keinen mehr am Turm und die Hütte kriegt er down. Hm. Es ist halt vielleicht sogar besser so, weil dadurch die Hütte schon nicht mehr steht. Aber es ist, ja, keine Ahnung, also das Matchup kann Sam nicht mehr gewinnen. Er kann hier nicht durchkommen. Die Defense ist so stark von Ruben. Ja. Das wird ein schwieriges Ding. Absolut. Das wird eine extrem schwierige Partie hier werden. Ich weiß nicht, also er kann, wenn wir sind mal ganz realistisch. Er kann eigentlich nicht mehr comebacken hier. Wie will er das anstellen? Wie möchte er hier ein Comeback anstellen? Ja. Es ist kaum möglich, aber vielleicht kann er es irgendwie schaffen. Ich weiß es nicht, aber es sieht nicht danach aus. Genau, ja, so es müsste ein Fehler passieren. Ruben müsste irgendeinen Fehler machen. Sam müsste hier irgendwie überraschend durchkommen. Es ist unter normalen Umständen hier nicht mehr möglich, dass er durchkommt. Ja. Hier nochmal ein großer Push, aber da kommt Oh, der Mini-Packer? Okay, wirklich gedeft. Keine Schütze. Ja. Da kommt nochmal der Erdbeer, aber das bringt alles gar nichts, mangels Truppen. Und damit ist das Ding durch und damit gewinnt hier tatsächlich Ruben gegen Sam das erste Spiel. Und zwar ganz, ganz eindeutig. Dann hat Canario im nächsten Morten als letztes gepickt. Jack hat es nämlich nicht ausgewählt, das hatte der Chat nämlich dann für Jack ausgewählt. Und Canaro hat dann 3 besiegt und dann gegen Morten verloren. Und jetzt haben wir hier den dritten Challenger, das ist Ruben. Und der hat jetzt auch schon 2 besiegt und ist jetzt hier beim dritten und führt 1-0. Also, eieiei. Okay, Sam wird wahrscheinlich Elixir Golem Rage spielen, so wie ich ihn kenne. Ja, meinst du, es ist Rage? Ich glaube, in dem Rage-Deck ist aber nicht der Baby. Oh, doch, es ist der Baby-Ding, oh mein Gott! Ja, ich guck mal, ich call's und da ist es. Das ist wieder typisch Sam. Aber dieses Deck ist so unglaublich dumm. Meinst du? Ach so, dumm vom wie es funktioniert. Ich dachte, du meinst dumm jetzt von gepickt von. Nein, das ist ein guter Pick, okay. Bestimmt. Yeah. Aber Pickets kommen rein, jetzt hat er eventuell ein Problem. Alter, was ist denn da auf dem Feld alles? Alter, what? Er schreibt good game. Was? Er hat den Turm. Er hat den Turm. Und vor allem die Dragons gehen down. Das lebt alles noch. Alles geht. Das ist schon wieder. Das ist ein. Was Fuß. Macht denn Ruben hier? Ey, Ruben zerlegt es. Ruben zerlegt gerade SK. Man so selten im E-Sports-Bereich, so selten, dass ein Turm innerhalb von wenigen Sekunden fällt. Sam hat jetzt beide Spiele in einem Push den Turm verloren. Wenn der einen Trickshot und einen Single Elixir schafft, dann. Ja, das ist ein Trickshot. Nein, noch nicht. Ja, aber 2 Erdbeben und Lock. Vorbei. Ja gut, ein bisschen mehr brauche. Aber das Alter. Ist 2 Erdbeben, 2 Locks, dann ist 100% durch. Also das war's komplett. Er lässt jetzt hier den Turm fallen, weil er genau weiß, das ist egal. Ich glaube, er spielt sogar gleich die Royal Hawks einfach offensiv. Junge, wie strong ist denn bitte Ruben? Was macht der denn hier? Der nimmt ja mal alles auseinander. Ja. Ja, er cycelt einfach. Weiß es genau. Guck, nochmal Lock, nochmal Erdbeben und vorbei. Pilgets kommen rein, damit ja auch kein Elixir-Golem kommen kann. Vor allem, er komplett GG, ich fass es nicht. In einem Push, das muss man sich mal vorstellen. Absolut insane. Oh Mann. Jetzt hier Morten gegen Ruben. Next Hocker. Er macht das Next Up Next Hocker. Ich weiß es nicht. Ja. Morten spielt hier anscheinend das Graveyard Deck mit dem Dark Prince wieder, das wir heute schon mehrmals gesehen haben. Ja. Außer er macht jetzt hier irgendwas Überraschendes. Und Ruben scheint hier wieder Ballon zu spielen. Wieder mit Lumberjack. Krass. Er spielt einfach wieder das Ballon. Okay, nee, es sind die 3 Musketiere. Es ist 3 Musketier Royal Hawks von Morten. Das Deck, was hier Javi vorhin gespielt hat, wo er am Ende diese 3 Musketiere gegen Graveyard noch gespielt hat in einer Lane, wo es nicht mehr geklappt hat. Bei mir ist komplett Party. Pickets rein.
Hast du das gerade gehört im Hintergrund? Nein, aber nicht. Da ist gerade irgendjemand vorbeigefahren, der hatte so laut Musik und das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Gehört, eher gesagt. Das sagen wir, okay. Ruben, mach den Hit! Boah, das ist bitter. Ich muss dir sagen. Ja? Das könnte schwierig werden hier für Morten. Weil das Problem ist, er hat zwar bis. Also grundsätzlich glaube ich, dass Morten einen Vorteil hat in dem Matchup, aber okay. Wenn hier Ruben den Tower erst einmal down kriegt. Und wenn er es dann schafft, das zu verteidigen bis zur Doppel-Elixier-Zeit, dann gewinnt Ruben. Wenn Morten es schafft, einen Tower zu holen und es 1-1 steht, oder er es einfach schafft, in die Doppel-Elixier-Zeit zu kommen, während er nicht wirklich in einem großen Nachteil ist, dann glaube ich, dass Morten das Ganze gewinnt. Weil die drei Musketiere später, die machen so viel Druck auf Ruben, das wird so schwierig für ihn. Oh, er spielt es jetzt in eine Nähe, weil er genau weiß, mit Heal-Spirit und allem hat er eigentlich ziemlich viel Stuff. Das Ding ist nur, wenn der Heal-Spirit gleich reinkommt, es sind noch zwei am Leben. Da kommen die Pilgerts und jetzt kommt der Heal-Spirit. Was hat Ruben jetzt, um die Heal-Spirit zu verhindern? Er hat nichts. Ne, er kann's nicht. Er hat ja kein Lock, kein Ding. Richtig. Alter, das war so stark von Morten gemacht. Aber nicht mal so viel Damage ist es geworden. Nee, es geht klar. Da muss noch ein Schneeball kommen. Oder auch nicht, okay. Er lässt den Musketieren durch, okay. Ja, weil er ein Elixier-Nachteil war. Musste er, glaube ich, machen. Musketieren ist jetzt da. Jetzt kommen die Musketieren hinten. Was macht jetzt hier Morten? Kommt jetzt hier wieder der Musketier? Ja, der Musketier kommen. Alter Schwede, das ist so schwer jetzt hier für Ruben. Ja. Er läuft jetzt in dieselbe Lane rein und das ist so viel Value für Ruben. Ja, für Morten, meine ich. Oh, aber... Oh, das gutes Log, das deft Ruben sehr, sehr gut. Schön auch auf der anderen Seite den Pegel, was man nicht unterschätzen sollte. Da muss er auch noch der was setzen. Der hat auch gar nichts gebracht. Oh, guck mal, andere Seite, Junge, links! Ja, aber warte, aber jetzt rechts der Turm. Wenn Ruben das hat, oh mein Gott, Digga, was? Ruben gewinnt das Spiel. Oh mein Gott, nee, da sind noch Pegels. Lock Snowball, hat er Lock? Lumberjack, oh, das wird so close. Oh, Lock kommt! Oh mein Gott, 12 HP! Was? Morten verliert mit 12 HP. Morten gewinnt einfach das Spiel. Was ist das denn, Alter? Was ist mit Ruben los? Schneeball kommt. Zweites Spiel. Wenn er jetzt hier gewinnt, dann hat er den kompletten Sweep geschafft und gewinnt 1000 Euro. Alter, das wäre absolut insane. Okay, da kommt der Poison drauf. Das könnte... Was könnte es sein? Gute Skelette, die lassen die Musketiere sterben mit Poison. Bei mir buggt es einfach. Ich sehe nur Eiskugeln und Bats. Aber das ist eine Musketiere, okay. Das ist richtig. Oh mein Gott, Morten spielt das Deck. Jetzt spielt Morten das Deck. Und Ruben hat den Schneeball jetzt aber. Er hat Koboldhütte, Musketieren und Schneeball. Ich glaube, das sind schon mal gute Antworten auf jeden Fall. Ja, er muss halt jetzt aufpassen, dass die Hütte nie setzt eigentlich, solange der Ballon im Cycle von Morten ist. Ballon das ist nicht mehr dran. Ich, das, worauf Ruben hier achten muss. Ja. Ich glaube, das Matchup wird interessant werden. Ich glaube, das kann Ruben auf jeden Fall gewinnen, weil er hat den Snowball, hat den Babydang, hat die Musketierende Defense und die Koboldhütte. Aber gleichzeitig glaube ich auch, wenn Morten das hier extrem stark macht, guten Druck macht, dass es schwierig werden könnte für Ruben. Also es wird ein spannendes Spiel. Absolut, das können wir schon mal sagen. Es wird ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Es hört ja keiner auf mich, sage seit Monaten, dass Ruben nach Morten der beste Spieler der Welt ist. Ja, Ruben ist eine verdammte Maschine, gar keine Frage. Also ich glaube, das stimmt nicht ganz so. Es haben extrem viele Leute appreciated, wie stark Ruben ist. Also, Wixman sagt es ja auch schon, der wurde schon seit längerem als einer der stärksten Spieler der Welt eingeschätzt. Ob es jetzt der Beste, der Zweitbeste, das ist sowieso schwierig zu sagen. Das kann man bei den Spielern eigentlich gar nicht wirklich sagen oder gar nicht wirklich bewerten. Aber auf jeden Fall steht fest, Ruben ist eine fucking Maschine. Ja, so ist es. Ruben ist eine verdammte Maschine. Der Junge ist absolut stark. Und das haben wir, das sehen wir auch heute Abend wieder. Das stellt er uns heute Abend auch wieder einfach unter Beweis hier. Hast du gerade meinen Magen gehört? Nein. Der hat gerade so laut geknurrt, das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Das wollte ich kurz teilen mit dir. Danke. Im Moment wollte ich kurz teilen mit dir. Post bitte noch auf Facebook. Aber nicht so, also nicht so hungermäßig, sondern so grubbelmäßig. Weißt du, was ich meine? Ja, okay, ist ein extrem spannendes Thema, oder? Passt ja, perfekt super hier rein in dieses, genau, richtig. Dieses entscheidende Match, ja. So ist es. Okay, Eiskolem jetzt hier defensiv von Morten. Bis jetzt hat Ruben einfach Damage gemacht und Morten noch gar nicht durchgekommen. Aber Morten wartet auf die Situation. Er muss halt auch jetzt hier eigentlich den Ballon auf die Kurve spielen, einfach um die Hütte down zu bekommen. Mega dahin. Jetzt hat natürlich Ruben diese Opportunity. Er sieht, okay, der Ballon geht straight auf die Hütte. Ich kann einfach auf den...
Ich kann die Megaritte hinsetzen. Jetzt hat er ihn aber auch gezeigt, da kommt der Graveyard rein. Musketieren ist da, gute Skelette. Oh mein Gott, aber das ist so gut für Ruben, weil er wird steffen können. Ja, ich glaube auch, er wird steffen können und er wird gleichzeitig offensiv sau viel damit kriegen. Oh mein Gott, aber Morda ist auch gut verteidigt, aber trotzdem der Baby Dragon, der muss doch gemacht werden, der kommt in sind trotzdem noch zwei Hits vom Baby Dragon. Und Ruben hat so einen Vorteil. Was ist denn mit Ruben los? Das hat Ruben so stark gemacht. Alter, ist der strong. Ist einfach ein Schneeball drauf. Brauche gar nicht. Er muss in Defensiv spielen. Ja, jetzt defensiver Schneeball, zack. Ballon kommt maximal mit der Bombe dran, das war's. Alter, was macht denn Ruben hier gerade? Ja, Ruben spielt so stark. Morn hat in einem seiner letzten Streams gesagt, dass Ruben für ihn der beste Spieler der Welt ist zurzeit. Okay, krass. Krass, wenn der Morten das wirklich gesagt hat, ist krank. Auf jeden Fall heftig. Wenn Morten sowas sagt, dann heißt das auf jeden Fall was. Ruben bis jetzt auch so stark performt, also so unglaublich stark. Also da muss man wirklich die Props da rausgeben. Das ist nicht, das liegt nicht daran, dass die Spieler von SK schlecht sind oder so. Es liegt einfach daran, dass Ruben so unfassbar strong ist. Ja. Na, wobei, jetzt könnte es nochmal interessant werden hier. Ja, der Ballon könnte es hier ist ein Hit, kommen. Es ist ein Hit, ja. Meinst nee, du? Nee, oh mein Gott, nee. Doch nicht. Oh mein Gott, wie close. So knapp, den Hit hätte Ballon so gebraucht. Ja, das wäre so wichtig gewesen. Da kommt der Poison drauf, trifft nicht alle Bats, aber das sind einige Skelette am Turm. Schneeball kommt nochmal. Aber der Snowball hat nicht 100% getroffen. Er kann halt jetzt gleich wieder reingehen. Und jetzt muss Warden gegen Pressure. Jetzt hat er aber kaum Elixier, um es zu verteidigen. Aber er hat wieder die Bats. Alter, die Bats. Oh, warte mal kurz. Der Holzfäller an dem Turm. Oh mein Gott, warte mal. Warte mal. Da hat Ruben mies gechoked, aber die Skelette sind dran. Die Bombe ist dran! Oh mein Gott! Morten gewinnt das Spiel! Ruben hat den Joke seines Lebens gemacht! Ich fass es nicht! Holy shit! Ganz, 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 ganz krass. Ruben jetzt hier. Nice, Martin. Martin, SK komplett. Siehst du die Tabelle? Nee. Ruben spielt jetzt hier vermutlich dieses Hogdeck. Achso, doch, oh, nee. Ja, ich weiß, was du meinst. Doch, doch, ich seh's. Jetzt hat er keinen. Er hat keinen. Aber. Keinen, großes Spell. Du meinst schon Morten, Martin SK liert, oder? Oh Gott, du bist unangenehm. Was hat er jetzt gegen die. Hallo? Gegen die Viecher? Er hat es gegen die Muskis. Ruben hat nichts gegen die Muskis, das ist der Turm. Das ist der Turm. Er hat keine Antwort. Alter. Alter, von Ruben hat gerade 2-0 gewonnen, zu Morten hat jetzt gefühlt schon gewonnen. Ja, was ist denn das absolut für insane. Das Alter. Ich weiß ist einfach ein Dark Prince drauf oder so? Oder Hunter? Oh mein Gott, das war's gehen. Gefühlt. Alter, so stark von Morten gemacht. Was ist denn das für ein geiles Emote von Morten? Tja. Eigentlich haben auch andere Leute ein Emote, aber Martin ist gerade sehr, sehr am Eskalieren hier. Ja, am Eskalieren. Das ist so unangenehm. Ja, warum denn? Musketiere wieder gesplittet, rechts 2, er weiß genau, er hat den Erdbeben gegen sich, die Musketiere können gesplittet werden. Er ist halt so broken, wenn er weiß, er spielt gegen Erdbeben, die Musketiere kann man so abusen, das ist crazy. Ja. Weil Ruben kann nichts dagegen tun. Klar gehen die jetzt down von der Bombe, aber das ist Morten egal, alles ist gedefft. Ja, richtig. Ob er das jetzt noch gewinnen kann, ist die Frage. Er kriegt halt einen Hit am Turm, aber es ist halt nur einer. Ja. Der Firecracker ist strong. Erdbeben kommt jetzt hier von Morten. Giant Skelly rein. Ja, also ich kann schlechter Kite, aber der ist halt wieder der Ice Golem. Erneut dieser Ice Golem Kite. Jedes Mal, da kommen nicht die drei Musketiere. Das war gut, dass er den nicht gespielt hat. Erdbeben ist da, reicht nicht. Es bringt ihm keinen weiteren Hit ein hier. Das sieht sehr, sehr gut für Morten aus. Also ich weiß nicht, wie Ruben hier noch durchkommen will. Das schreibt Ruben Good Game. Das wird vermutlich tatsächlich hier ein Sieg für Morten sein. Und damit würde Morten hier wieder... Als Last Man Standing gewonnen haben und hat alle Matches heute gewonnen. Nee, nee überhaupt nicht, Alter. Kanaro Holy. Ruben besiegt. Alter, Ruben räumt ist eine Legende. 750 Euro ab, aber er gewinnt einfach nicht gegen Morten. Morten gewinnt hier gegen Ruben ein ganz, ganz beeindruckendes Best of 3 und damit gewinnt hier tatsächlich
Ja, du hast recht, du hast rechts nach rechts geguckt, Mann. Gott. So, wir sehen jetzt hier Sergio gegen Burfman. Letzter Challenger vorerst. Danach gibt es dann noch den Revive. Genau. Das ist der vorerst letzte Challenger. Je nachdem, ob er jetzt hier gewinnt im ersten Spiel oder nicht, wird es dann noch ein Duell geben. Oh, guckt euch das an, Sergio Ramos ist direkt dran. Was ist denn das für ein Start für Burfman? Ist ja Katastrophe. Wait, what? Turm direkt down. Da geht jetzt Burfman gerade. Was kann Sergio mit Sicherheit verteidigen? Meinst du? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist der. Was ist das? Snowball. Also das war. Wenn da nicht gestorben ist, das war ganz, ganz wichtig hier für Burfman. Und es ist plötzlich eine Art Ausgleich. Also das war nicht wirklich flawless verteidigt von Sergio, muss man sagen. Ich glaube, das hätte er besser machen können, weil das Problem war. Das Lock kam minimal vielleicht früh. Die Bats sind weggestorben bei dem Baby Dragon. Die Bats haben den Combat 31er, aber das ist einfach weggestorben. Die haben den Baby Dragon nicht gekillt. Ich weiß nicht, wie das ging. Und der Snowball hat die Skelette irgendwie nicht so richtig getroffen. Ja, genau so ist es. Und auf einmal sieht das Ganze sogar vielleicht besser für Burfmack aus. Ja, das sieht's auf jeden Fall. Er hat schon so viel Damage auf der anderen Seite gemacht. Richtig. Auf dem One-Tower-Game hat er auch mit der Kobold-Hütte halt eine super strong in der Defense. Eieiei. Gutes Lock. Also, Freunde. Burfmack ist hier wieder gerade in. Oh, Verotek, warum tust du das? Warum tust du das? Er schreibt, die Bats haben eine SK-Pade gemacht. Ja, genau. Oh, warte mal. Nein, ist kein Hit. Das ist kein Hit, richtig. Allerdings kriegt er jetzt hier halt einiges an der Bischofs, aber er muss halt auch noch aufpassen. Ne? Der andere Turm ist halt noch nicht down. Ja, genau so ist es. Der andere Turm hat noch einiges an Leben. Den muss er Burfman erstmal bekommen. Kurz genau. Sprachprobleme gehabt. Alles gut, geil. Oh, Problem, jetzt aber hier, guck es dir an. Jetzt hat er den Baby Dragon, der Schneebär kommt rein. Das wird ein Hit. Ja. Allerdings fällt jetzt mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit. Oh, ja, warte, er muss mal, halt den Poison spielen. Das ist oh, Mann, das ist ein teures ganz übel, jetzt, ja. Jetzt sieht es gar nicht mal so verkehrt für Sergio wieder aus. Also, es ist echt ein Hin und Her hier gerade. Absolut. Es ist ein Hin und Her. Und da kommt der Loon rein. Der nächste Loon. Der Heal Spirit ist so strong. Ja, absolut. Aber. Er will die Musketieren resetten. Er kriegt den Death Damage nicht. Kriegt er? Ja, aber Gott sei Dank nicht. Der ist nicht dran. Was für ein Game, ey. Jetzt kommt ein Poison Spell, okay. Kein Heal mehr von der Musketieren. Jetzt muss er eigentlich noch was machen, ja, ein Ice Golem kommt. Lamagic wieder an die Brücke gespielt. Er hofft auf die Hütte. Oh mein Gott, da was? Kommt die Hütte. Oh, und der Snowball ist da! Der Ballon ist dran! Nein! Nee. Oh mein Gott, die Close schon wieder! Ich fass es nicht, Alter, was ist das für ein Game? Ich dachte kurz, dass er gewonnen hätte, aber nee. Junge, was passiert hier? Alter Schwede, Poison ist ganz wieder drauf. Ganz, ganz geisterkrankes Game bis hierhin. Der Heathspirit war gerade fail. Da wollte er irgendwie die Musketiere noch heilen, aber da war gar nicht mehr der Babylon gar nicht mehr am Leben. Er muss jetzt eigentlich reingehen, aber er kann nicht so richtig. Jetzt ist halt dieser Babylon da am Start. Reaper haut 1000 Bits raus. Schreibt für beide, wenn das mit Bits geht. Na klar, Reaper, na klar geht das. Vielen Dank für die 1000 Bits hier. Vielen Dank für den Support. Alter Schwede. Heathspirit geht raus. Oh, der hielt die Musketiere komplett hoch. Ja. Ich werde euch alles weitere vorlesen. Hier zwei Musketiere jetzt aber auf dem Feld. Jetzt zwei Müslis. Alter Reaper, und nochmal mit 1000. Vielen, vielen Dank, Alter. Das ist echt krank. Vielen, vielen Dank für den Support. Jetzt, die Frage ist halt jetzt. Oh, ist wieder rein. Warte mal. Er hat kein Lock im Circle, aber das ist nicht schlimm. Lamagic reicht. Das ist eine gute Defense. Alter, 500 zu 531 Schaden. Das ist nicht eine Menge. Das ist nicht viel. Aber der Ballon, was ist das für ein Ballon? Will er damit jetzt durchkommen? Es sind nur noch 10 Sekunden, Bro! Sekunden! Er muss jetzt durchkommen mit diesem Ballon. Kommt der Death Damage dran? Er ist dran. Nein, ist nicht dran, was? Ist nicht dran. Oder? Oh, er ist dran! Er ist dran! Oh mein Gott! Weniger als 100 Leben! Oh mein Gott, Alter, Reaper! Was für nochmal. Ein Game! Danke für den Support!
Und jetzt könnte hier Sergio sein erstes oder der erste SK-Spieler sein neben Morten heute, der hier tatsächlich ein Best of Three gewinnen kann. Es ist natürlich überraschend grundsätzlich, aber man muss auch sagen, wir haben hier vier der stärksten Spieler der Welt, die hier zu Gast heute auch sind. Also das ist schon nicht einfach hier überhaupt zu gewinnen. Also jeder kann hier gegen jeden gewinnen, da bin ich fest überzeugt. Und bis jetzt war es allerdings nur Morten möglich, hier alle Challenger am Ende auszuschalten. Genau so ist es. Bisher sind alle immer erst an Morten, erst oder schon besser gesagt an Morten gescheitert, je nachdem wann eben die Challenger hier dran waren. Oh, nicht so ein guter Lumberjack. Vielleicht war es auch gewollt, wir wissen es nicht. Ich glaube, es war gewollt. Es sah nach gewollt aus. Sergio spielt hier... Was ist das für ein Deck? Musketieren ist irgendwie komisch in dieser Variante. Das stimmt. Das könnte Mauerbrecher sein vielleicht irgendwie, aber... Das könnte auch einfach wieder Widerreiterin sein, nur in einer etwas alternativen Variante. Ich weiß es auch nicht genau. Mal schauen, werden wir sehen. Oder spielt er wirklich mit meiner? Verrückte Variante bis jetzt. Ja, also Buffmeck ist klar, der spielt das Ballon-Cycle-Deck. Da können wir uns sicher sein. Nur auf der anderen Seite Sergio. Also ich weiß es nicht genau. Was ist das? Es ist wirklich noch so ein bisschen, er lässt uns ein bisschen im Dunkeln tappen. Da kommt der Mega-Ritter vor, okay. Also ich glaube, Buffmeck hat extreme Probleme, diesen Mega-Ritter zu verteidigen, wenn ich ehrlich bin. Oh, jetzt wird Inferno Dragon. Oh, jetzt wird's brutal. Jetzt wird's ganz, ganz brutal. Pets kommen rein. Alter, WTF. Was ist denn der Support? Holz kommt. Musketiere wird gelockt, das ist stark, kein Hit mehr am Tower. Und tatsächlich scheint es eine Variante mit Hawk Rider sogar vielleicht zu sein. Also meinst du, es ist der... Ich könnte es mir vorstellen, ja. Aber Hawk mit Poison nicht so richtig passt. Passt ja, nicht so richtig mit Poison. Richtig, und er hätte den Hawk, glaube ich, auch schon längst gespielt. Also es ist sau komisch irgendwie. Weil es muss eigentlich Widerreiterin sein. Ja, weil der wartet auf den Ballon. Er wartet auf den Ballon. Völlig richtig. Und jetzt gibt es ein Problem. Aber, warte, der Ballon ist immer noch geraged. Du hast völlig recht, der Ballon ist noch geraged, das ist ein Hit. Das ist ein Hit. Aber er hat auch fast genauso viel Damage in der Offensive gemacht. Also beide machen hier auf der rechten Seite jetzt so ungefähr 1000 Damage. Ja. Stehen, wer kommt? Hat Dieter hinten gezeigt, okay. Boah, er predicted, dass da vielleicht ein Ballon kommt, krass. Jetzt Holzfäller und Widerreiterin, Banditen auf der rechten und Widerreiterin auf der linken. Er lässt die Widerreiterin durch. Eisglöhr muss nochmal kommen, aber das reicht nicht aus. Da kommt doch der Schneeball jetzt. Oh mein Gott, starke Deft. Stark verteidigt. Guter Snowball, gute Defense, das war stark gemacht. Und jetzt ist halt die Frage, wie möchte jetzt die Sergio durchkommen? Und wie möchte er. Also beide haben es jetzt schwierig. Aber ich glaube irgendwie. Oh. Buffmeck kann hier irgendwie in einem überraschenden Moment gut durchkommen. Mal schauen. Oh, jetzt eventuell hier. Da kommt einfach die Widerreiterin. Da kommt einfach diese defensive Widerreiterin. Die ist halt so ultra strong. Icegrim ist da. Was hat er jetzt gegen die Widerreiterin? Ja. Das Last Second Holz kommt. Da muss aber noch was kommen. Holz wird das da. Oh, er kassiert jetzt so gegen diese Widerreiterin. Was will Buffer machen? Wie will er durchkommen? Wie möchte Buffer jetzt durchkommen? Vielen Dank an Patrick für einfach 5 Subgifts hier. Er kann halt, also Sergio muss halt sehr defensiv spielen, aber Buffer könnte theoretisch auch zeigen. Das Problem ist nur, dass er nicht nur die Widerreiterin und Snowboard, sondern hat auch noch den Ferndrang und die Musketieren. Also er hat echt einige Karten, die hier gut sind gegen Ballon. Ja. Absolut. Oh, jetzt hat er. Jetzt hat er vielleicht ein Problem. Ja. Warte mal. Er hat die Widerreiterin. Nee, hat er nicht, macht er nicht. Nee, spielt er nicht. Oh, jetzt spielt sie aggressiv, das könnte gut sein. Aber er hat jetzt kein Reset. Hat noch einen Hit bekommen. Oh mein Gott, das war's! Der Ballon macht einen Hit, was ist das denn? Alter, wie war das denn ein Hit? Er hätte sonst gewonnen. Sonst hätte er jetzt Sergio gewonnen gehabt. Oh Alter, mein wie Gott. Zum Teufel hat da bitte der Ballon Hit gemacht? Ich habe keinen nicht. Schimmer, wie der Ballon da einen Hit gemacht hat. Ich werde gleich alles... Alter, Patrick, nochmal 5 Subgift. Was ist denn los hier? Halt den Level 5. Ich kann es gerade nicht vorlesen. Mir fehlt die Möglichkeit, ihr merkt's. Aber wir werden das natürlich alles nachholen. Vielen, vielen Dank. Ehre in den Chat für diesen unfassbaren Support. Wir sehen wieder Banditen wieder das Deck. Und Fernwagen. Es scheint wieder das Deck zu sein. Deck. Ja. Und Buffenship Piglets, ja, er hat den Mega-Ritter. Oh, das ist, glaube ich, echt nicht schlecht für Sergio. Man kennt es ja aus der Vergangenheit, dass Sergio Ramos sehr, sehr gerne Mega-Ritter spielt. Ja.
Und das könnte, oder stellt er jetzt hier auch gerade zur Schau. Jetzt ist die Frage, geht der an Turm eventuell? Oh mein Gott, er geht an Turm, er geht an Turm. Böfmeck aktiviert hier den King Tower, super strong gemacht. Aber er hat zwar den Mega-Ritter, ja, aber was hat er sonst so? Die Kobolde können gelockt werden. Die Banditen wird von Mini-Packer, Hunter, Eisgolem und Co. hops genommen. Wenn er nicht die Mega-Ritter hat, was hat er sonst? Ja, okay, so, aber das ist teuer. Also Böfmeck wenn er hat hier noch den... Er hat noch Psychic-Karten, er hat noch Skelette. Ich meine Sergio, wenn jetzt Böfmeck mit den Hoggies reingeht und er nicht den Mega-Ritter-Cycler hat, wie er das so defendet. Achso, ich hab mich gerade gefragt, was meinst du, aber klar. Hat er ganz stark gemacht, aber es wird schwer, ja, es ist teuer. Aber mal gucken, er hat den Mega-Ritter gut zu ziehen bestanden, es wird wahrscheinlich ein... Oh, King Tower an, sehr stark. Er hat offenbart sich immer wieder diese Schwäche der Firecrackerin. Und jetzt weiß natürlich Böfmeck genau, Sergio kein Elixier oder nicht genügend. Banditen charged aber. Holz kommt, okay. Die Inferno-Dragon ist auch noch durchlaufen, da, ist auch noch ein bisschen Damage, aber geht klar insgesamt. Geht insgesamt klar. Alter, Level 5 Halbstunde Mode WTF, ganz, ganz crazy. Baby Dragon, ich meine, Fan Dragon wird hinten gecycelt. Ja. Also ich glaube. Das wird ein sehr, sehr knappes Match werden. Er macht es immer sehr gut mit diesem Gegenpressure mit den Royal Hogs. Absolut. Aber das Ding ist, Böffel braucht halt das Lock sowohl defensiv gegen die Widerreiterin als auch offensiv eigentlich gegen die Kobold. Deswegen, das ist ein guter Bait für Sergio an der Stelle. Der Firecracker will gar nicht schießen mehr heute. Nee, die hat keinen Bock mehr. Die hat Arbeitsverweigerung. Ja, mit dem Heilgeist war das nicht ein bisschen zu offensiv, wobei es war gut, es war gut. Die werden beide, das eine wird hochgehielt. Es hat Böfmeck ist so in Führung. Vielleicht hat es sich gelohnt, ich weiß nicht. Es war nur einer. Ja, trotzdem, Heilgeist ein Elixier. Ja, true. Es müssen eigentlich wieder die Royal Hawks kommen. Kommen sie aber nicht. Ja, aber er weiß, er muss Mini-Packer Hunter investieren für die Widerreiterin und kann sich dann kein Defense gegen die Mega-Ritter leisten. Banditin gerade zu spät von Sergio, ich hatte einen Hit von der Firecracker kassiert. Das will er ja nicht, das will er auf gar keinen Fall. Oh, es ist wieder ein kleines bisschen. Diese zwei Hits kommen halt ran, ne? Das ist halt. Jetzt wird's interessant. Guter Snowball. Ja, aber der springt jetzt. Nee, Moment, ich bin nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist wieder so beides. Die Seiten von Böfmeck sind komplett ausgeglichen, aber er selbst hat halt auf der linken so viel Damage bereits gemacht. Jetzt geht er in dieselbe Lane. Das ist auf jeden Fall schlau von Sergio, aber er hat halt schon so viel Damage. Da fehlt nicht mehr viel. Er braucht theoretisch nur noch zweimal Erdbeben. Und ein Lock. Starke Defense. Snowball failed, er trifft den Firecracker nicht. Oh Gott. Oh, da hätte jetzt der Firecracker nicht mehr. Aber warte mal. Er hat nichts, er hat kein Reset. Er hat nichts. Der hat Beam aber. Oh mein Gott. Spurfmeck hat. Alter, Spurfmeck gewinnt das Spiel. Die können auch einfach durch zum Beispiel die Meta ausgemacht werden. Ich weiß nicht, ob vielleicht einfach Spurfmeck die Meta nicht so unbedingt perfekt liegt, whatever. Das weiß man nie, wie wohl sich der Spieler dann in der Meta fühlt, aber ja. Sehe ich genau. Trotzdem ist Sergio schlecht, trotz alledem. Das ist ganz wichtig. Bitte jetzt, hier sind einige im Chat dabei, die dann schreiben, ist Sergio schlecht. Das ist nicht so, Freunde, das ist nicht so. Das ist immer auch von Tag zu Tag, von Woche zu Woche unterschiedlich. Das sind hier mit die besten Spieler der Welt. Wer davon schlecht redet, die waren im World Final. Die Spieler waren zusammen im World Final und haben übel stark was performt die ganze Season. Also das ist, Schwachsinn. So ist es. Bombe ist da. Es ist wieder das Grave Attack mit den Skeletten. Schon wieder. Wir haben dieses Deck heute schon mehrmals gesehen. Und Sam spielt diese Variante auch recht gern. Also Sam mag ja auch diese Control-Decks mit Graveyard. Ja. Mag er sehr gern und spielt jetzt hier wieder diese Variante, die wir ja auch schon, wie angesprochen, öfters gesehen hatten. So ist es.
Genau so ist es. Okay. Spear-Gobs machen minimalen Damage, aber nicht wirklich viel. Und Buffalo spielt wieder dieses Riesenskelett-Deck. Also das. Junge, du wohnst einfach an der Straße. Alter, was ist das denn? Reaper und einfach nochmal 5 Subgroups raus. Vielen, vielen, vielen Dank, Reaper, für diesen Support, Mann. Ich weiß nicht, was hier los ist. Machen die hier ein Wettrennen? Ist heute wieder Rallycross da WM? Die ist ja tatsächlich in Buxtehude. Also, ich weiß nicht, Du meinst Motocross, oder? Ja, whatever. Aber auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wie das genau bezeichnet wird. Das Motocross. Doch, ja, Motocross, aber wie heißt das noch mit Rally? Was ist das noch? Monte Carlo, hä? Was meinst du, Rally? Rally ist Rally. Ja, das ist, nee, es gibt auch eine andere Bezeichnung, ist auch egal. Auf jeden Fall ist das hier, oder die Weltmeisterschaft hier in, findet hier teilweise, oder hat, ist hier teilweise zu der Stadt gewonnen, oder in der Nähe zumindest. Reaper, wirklich, vielen, vielen Dank. Ich werde gleich alles vorlesen. Es ist gerade ein bisschen Reizüberflutung, hier sage ich ganz ehrlich. Es ist insane. Papa fährt Rasenmäher in Wohnung. Oh Mann. Hey Jungs, ich werde halt einfach gescannt. Oh. Also Böffling ist hier wieder vorne. Böffling ist hier wieder vorne. Er ist hier wieder vorne und er hat auch echt. Er hat auch eigentlich echt gute Antworten. Er hat den Erdbeben in die Hütte. Er hat das Riesenskelett, den Minipacker. Allerdings. Oh, jetzt auf der anderen Seite rechts hier. Muss geguckt werden. Ja, das ist Damage. Und das Problem ist, diese Firecrackerin kriegt so viel Value hier teilweise für Buffmag, das ist crazy. Ja. Auf der anderen Seite auch wieder extrem viel Schaden rumgekommen. Und da kommt die Hütte wieder rein. Okay, also Sam ist hier auch gerade wieder in diesem Matchup extrem, oder in diesem Match extrem schwierig drin. Er hat auf beiden Seiten Schaden gemacht, aber trotzdem haben wir auf der, sehen wir auf Seiten von Buffmag doch deutlich, deutlich mehr Damage. Okay, da kommt das Giant Skelly rein. Und jetzt Schweinereiter Firecrackerin wieder auf der rechten Seite. Kann er damit langfristig halt, durchkommen? Das ist halt krass. Also Buffing setzt ihn die ganze Zeit so unter Druck, dass Sam gar nicht dazu kommt, richtig mal einen Push aufzubauen oder so mit so einem richtigen Push reinzugehen. Also ja. Es ist dauerhaft dieser Druck da von dem Hog Rider, von dem Erdbeben. Das ist krass. Schönen Bart hast du. Ja, ich hab mir gedacht, wenn ich schon meine Haare auf den Kopf wachsen lasse und das scheiße aussieht. Kann ich es auch im Gesicht wachsen lassen, oder das ist auch scheiße aus so ein Ding. Schweinereiter macht einen Hit und das könnte sein, ja. Nur noch ein Erdbeben. Das müsste es eigentlich sein. Da blockt er jetzt den Baby Dragon und alles, was an der Brücke kommt. Verteidigt das Ganze mit dem Firecracker. Alter. Erdbeben auf und er gewinnt. Damit, Alter, also wenn ihr wirklich Junge, heute. Was ist denn los hier? Also, Böffmeck also wieder am Rasieren. He said, like, it's up to us. So the community decided, which order is like playing against him. And that's why Morten played first. But Jack will have another chance to get revived after this game. So, yeah, he isn't out yet. Oxford, bitte. If he's there. Bixman Oxford. Wir sehen Buffmag gegen Sam zum zweiten. Mhm. Wir sehen jetzt hier wieder die Kuppelhütte mit der Flying Machine. Das sieht nach dieser Anaban-Variante, von der du gesprochen hast, aus. Ja, guck mal in den Chat. Ja, ich seh's. Gekonnt, gesehen und gekonnt ignoriert. Okay. Buffmag hat jetzt hier. Oh, guck mal, Buffmag spielt Golem. Nein. Golem oder Lavahund? Ich glaube aber Golem. Ich glaube, er hat noch Poison und. Ich glaube Lavahund. Weißt du, was ich glaube? Ja. Du glaubst Lavahund. Und. Poison. Ich glaube Golem und Poison. Sam's wild. Ja, Sam ist besorgt. Sam ist besorgt. Die sind echt also verdammt gelungen. Die sind echt verdammt gelungen, diese Emotes. Wer Kai jetzt hier würde, sagen, das muss Lavahund sein. Ach, nee. es ist Lavahund, hab ich ja gesagt. Ich hab immer an ihn geglaubt. Ah, wir hätten wetten sollen. Es ist der Golem. Okay, interessant auf jeden Fall. Golem haben wir noch gar nicht bei diesem Event hier bis jetzt gesehen. Ja, das erste Mal heute. Sehen. In der Tat. Und jetzt hier mit der Flying Machine. Ich glaube, das ist auch key, dass die Flying Machine dabei ist, da man halt eben dann den Push auf der anderen Seite verteidigen kann, um dann aber auch noch die Flying Machine auf der anderen Seite am Start zu haben. Und Sam hat als letzte Karte den Mega-Ritter relativ safe.
Ja, und der Migra, das ist nicht so nice gegen Golem unbedingt. Ja, jetzt hat er ein Problem. Das ist der Turm. Jetzt hat er ein Problem. Es ist der Turm, damit ist das Ding. Sieht hier erneut gut aus. Ich will noch nicht sagen, es ist durch, aber jetzt... es ist halt... Es sieht halt ultra, ultra schwer jetzt aus für Sam. Er hat zwar den Mega-Ritter, er hat jetzt einen großen Push, muss man auch sagen, auf der linken Seite am Start. Aber da kommt ein Poison von beiden Spielern. Oh, Pegels jetzt aber rechts? Okay, nehmen wir mal. Pegels rechts, die sind stark. Oh mein Gott, warte kurz. Ja, und Mega-Ritter ist links. Sam hat auf beiden Seiten die Pressure. Warte mal. Oh. Alter, das ist auf beiden Seiten der Turm. Was? Ja, GG, was soll das sein für Sam? Ich glaube, Sam gewinnt das. Du hast die Dinger noch nicht umgestellt, die Counter. Oh, hat Böffmann ganz null, oder wie? Ja. Alter, das war's. Böffmann verliert hier und er liegt hier Sam und damit 1-1 und es ist wieder alles möglich hier. Es ist wieder alles möglich. da wurde es geändert. 1-1. Ja. Und dann noch gegen Javi, dann hat es wirklich von den vier Challengern, klar, Jack kann noch revived werden, aber erst von den vier Challengern keiner geschafft, ein Spieler, also alle geschafft, ist außer Morten alle Spieler zu besiegen. Ist krass. Es ist krass. Hä? Böffel muss doch noch gegen Javi gewinnen, das weißt du, ne? Ja, hab ich ja gesagt. Achso. Wenn er jetzt das Spiel gewinnt und gegen Javi gewinnt, dann haben die alle gegen die vier Challenger, alle gegen alle Spieler gewonnen außer Morten. Das ist krass. Das ist echt krass. Lock kommt rein. Bis jetzt. Klarer Damage-Vorteil für Birth Mac. Ballon ist direkt wieder connected. Ich muss sagen, ich finde es krass, wie schnell wir den Ballon teilweise connecten sehen. Ja. Das Ding ist, Sam bringt halt die absolut Hütte und der Ballon kommt rein und der Ballon ist dran. Oh, der Dark Prince. Ah, knappe Geschichte, aber es ist ein. Oh, es ist ein Connect. Hast du den Schmerz an meiner Stimme gespürt? Ich habe den Schmerz gespürt. Und es war extrem unsatisfying, dass die Musketiere nicht im. Nicht geheilt wurde, ja. Stimmt. Absolut. Das war ultra unsatisfying. Ja, aber Böffling ist in Führung. Ja. Wir hatten das Match ja vorhin bereits gesehen, da hatte der Friedhofspieler gewonnen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, es ist ein Fehler von Sam, dass er... Aber war da nicht Snowball drin? Oder war das auch mit Barbell? Nee, es war auch mit Barbell. Also, ich weiß nicht, aber da war es halt anders mit dem Start, ne? Ich weiß nicht, ob es von Sam Fehler ist. Also klar, es ist ein Fehler gewesen, aber er wusste es halt nicht hundertprozentig. Er hat die Kugelhütte fürs Play gespielt. Und dann kam Ballon an der Seite und ja, direkt... Ja, das ist halt die Frage. Kann sein, dass er was anderes erwartet hat, so, aber. Ja. Oh, das ist jetzt auch wieder unsatisfying. Holz kommt. Nee, war mit Snowball, schreiben die. War mit Snowball. Es war aber auch einmal mit Bubble. Okay. Aber ich glaube, bei Bubble hat dann der Loon-Spieler gewonnen gehabt. Ich glaube, das Matchup ist nicht schlecht für Birthmack, ehrlich gesagt. Vor allem die Situation. Oh, jetzt könnte es schwierig werden. Meinst du, die Situation ist gut? Ja. Nee. Also, ja, nicht. Also, nicht overall. Gut, aber jetzt hat er halt die ganze Zeit. Er muss die ganze Zeit den Push verteidigen. Jetzt kommt ein starker Loon. Das ist sehr, sehr gut für Birthmack, weil er genau weiß: oh Mist. Er geht auf den Tower Trade. Ham versucht Tower Trade zu machen, aber ist das smart? Nee. Vom Böffweg war das extrem smart irgendwie. Der Turm ist nicht down, da muss doch ein Poison kommen, oh mein Gott. Der Turm ist nicht down und außerdem... Das war smart von Sander reinzugehen, glaube ich. Ich glaube, es war smart. Er hätte es nicht verhindern können. Oder hätte er den Push... Oh, es ist sehr schwer. Er hat ja keinen Snowball, das müssen wir uns auch mal merken. Und insgesamt ist es dann doch okay. Alter, die Partie ist unfassbar spannend. Ja, aber ich glaube, das... ja, doch, du hast recht, stimmt. Vielleicht war es echt sogar smart. Vielleicht war es smart, weil das Problem ist, er hat echt nicht so viel wegen dem Bubble. So, er hat keinen Spell. Oh, der Eis kommt zu spät. Oh, die Musketieren. Oh mein Gott, was für ein Fehler. Trotzdem hier. Nein, ganz großer Fehler. Ganz großer Fehler, aber trotzdem. Aber es wäre nicht anders gewesen, glaube ich. Ansonsten. Ja, es wäre nicht. Ja, besser. Also es hätte keinen großen Unterschied gemacht. Ja. Blockt er an der Brücke? Nee, blockt nicht an der Brücke, okay. Starker Holzfäller, schon predicted hier. Schneeball kommt, Schneeball ist gut. Alter, jetzt halt mit Graveyard beim 2-1, beim 1-1. Es ist halt übel irgendwie. Es ist halt jetzt übel, glaube ich. Ja. Jedes Mal, wenn die Bombe dran kommt, ist schwierig. Alter, weiter teilen bitte, mache ich Reaper, WTF. Keine Frage, alles. Wird alles...
Alter, vielen, vielen Dank, Reaper. Wirklich, Reaper, vielen, vielen Dank. Das ist insane, der Support. Das wird jetzt hier kaum Damage werden und der Ballon macht halt wieder so viel Druck auf Sam. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Buffy. Ich habe das Gefühl, die Bombe kommt. Nee, oder? Ist sie dran? Nee, ne? Nee. Alter, es ist halt. Diese Musketiere, das ist halt so ein fettes Problem. Junge, er kriegt die Musketiere nicht. Du guck dir das mal an. Ne. Beide kriegen die Musketiere irgendwie nicht tot. Ganz, ganz krank. Creeper wieder 1000 Bits am Start. Absolut insane. Ja, der Poison ist halt aggressiv, aber er muss es machen. Aber guck mal, es hat funktioniert. Ich glaube, er hat auch genug Elixier zu verteidigen. Oder? Ah, nee, ja. Oh, der Snowball, aber guck dir die Bets an, Junge. Die Musketiere ist dran, damit gewinnt Perfekt das Spiel. Krass, Alter, was für ein Match. Alter Reaper, vielen, vielen, vielen Dank. Absolut insane. Das war die Wasserflasche. Wir sehen, ja, das war's. Hoffentlich du. Javi gegen Buffmeck jetzt hier. Nächstes Spiel. Javi gegen Buffmeck. Also, dass du einfach mit Justus Brunnen so um dich schmeißt, ich fass es nicht. Ja, schwierig. Ich setze direkt an der Quelle, Kappa. Oh, Buffmeck mit vermutlich dem Mega-Ritter. Oh, nee, Pegels. Ja, doch, Mega-Ritter. Es ist das Mega-Ritter mit dem Giftzauber noch. Hm. Diesmal mit die Nachricht von Ruben de Buben. Ja, Schatz. Ich hab's gelesen. Oh, was macht der gegen die Mini-Picker? Alter, Javi ist komplett in Führung. Naja, extrem guter Damage dort an der Stelle von Javi. Und er hat halt auch einen sehr schnellen Cycle und eine starke Defensive. Alter, saugut. Junge, die Defense. Alter, fast flawless, das war krass. Das war krass. Oh, Justus Bonus kommt auch aus meiner Ecke, schreibt mir, wo du herkommst. Und ich sag dir, wer du bist, Donjon. So ein Ding. Okay, da ist die Firecrackerin von beiden. Poison eventuell drauf, oder? Okay, Poison ist da, ja. Die clearen sich jetzt hier gegenseitig, die Cracker. Perfect spielt jetzt hier die Variante von Sam, die wir vorhin gesehen hatten, die recht interessant war mit Mega-Ritter Royal Hawks. Die Variante habe ich vorher auch so noch nicht oft gesehen. Die scheint jetzt hier wie recht neu zu sein. Das ist so die Entdeckung des heutigen Events für mich. Du meinst die Variante von Buffmeck, die Mega-Ritter Variante? Ja, genau. Wenn ich mir so ein Deck, wenn ich ein Deck anschaue, was heute öfters gespielt wurde, was ich vorher noch nicht so wirklich gesehen habe, dann ist es entweder die Royal Giant Variante oder die Royal Giant Variante von Morten oder die hier. Aber dieses Deck hier habe ich wirklich so in der Form vorher nicht oft gesehen. Krass. Ja, okay, da kommt der Elektromagier. Auf der anderen Seite haben wir jetzt den Mega-Ritter. Also Buffmeck hat die Variante schon bei dem No-Tilt, bei der No-Tilt League am letzten Wochenende sehr, sehr... Oder was heißt, er hat sie so ein bisschen introduced, er hat sie so ein bisschen eingeleitet, sag ich mal. Das habe ich nicht mitbekommen, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen, aber ja, okay. Oh, es veranstaltet das nur, um mit den Mega-Ritter zu flexen. Ist nicht gesprungen, das sieht hier gerade besser für Javi aus. Oh ja, das sieht nach einem Game aus. Extrem stark gespielt durch Javi, fast das war's. Gefühlt. Ja. Das Spiel ist durch und damit. Hast du gehört? Einer hat geschrieben, SK veranstaltet es nur, um die Emotes zu flexen. Nice. Ja, das wird sein. Also, das wird sein. Nee, aber die Emotes sind geil. Die Emotes sind schnieke. Buffmeck versus Javi. Da sind wir am Start. Was wir hier nachmachen werden, hiernach werden wir. Das könnt ihr dann bestimmen, was wir hier nachmachen werden. Das ist dann ganz euer Wunsch. Buffmeck hat den Nado und er hat den Ritter. Es ist vermutlich Classic No Damage. Classic! Ja. Poison kommt drauf. Kobolhütte wird zwar noch ein bisschen überleben, aber Poison schon mal. Auf jeden Fall nicht verkehrt hier gegen die Kobolhütte. Und was spielt Javi jetzt hier für eine Variante mit den Rollocks und der Kobolhütte? Ja, sehr, sehr gute Frage. Man sieht nämlich die Kobolhütte und die Rollhawks eher selten zusammen kombiniert. Oder ich sag mal so, die meisten Varianten sind nicht mit diesen beiden Karten kombiniert, aber okay. Reaction mit Flobby. Ich weiß nicht, ob Flobby darauf noch Lust hätte. Oder Zeit dafür, besser gesagt. Aber Buffmeck spielt. Könnt ihr überlegen, wir uns gleich. Und Javi hat.
Javi hat eine interessante Variante von Javi. Er spielt die Hütte, aber er hat irgendwie. Er hat den Eiscreme, aber der Eiscreme irritiert mich ein bisschen. Wieso spielt er den Eiscreme? Bogies, oh, er hat so Grave hat gesniped. Ach, weißt du, was er spielt? Er spielt die drei Musketiere eine Variante mit einem Musketier aber nur. Ja, true. Aber das war eine Menge Damage schon Buff weg. Er hat wirklich Grave hat gesniped, glaube ich. Also, er hat gesniped, aber er hat auf jeden Fall gute Antworten auch auf Grave hat noch dabei. Ja, das hat er. Die hat er definitiv. Und er hat Erdbeben und Royal Hawks. Also, ich glaube, das sollte gar nicht schlecht für Javi sein. Ich glaube, es sollte gar nicht schlecht sein. Also ich muss sagen, Buffmeck hat hier an sich, glaube ich, ein fettes Problem mit den Bogenschützen. Die Bogenschützen machen es für Buffmeck extrem schwierig. Hiernach, egal wie das jetzt ausgeht, es wird hiernach auf jeden Fall noch ein letztes Mal Jack kommen für heute Abend, damit ihr Bescheid wisst. Ich hoffe, dass er Bescheid weiß, aber er weiß, ich habe es ihm geschrieben. Er muss wissen. Hat er schon geantwortet? Nee, ich meine, ich habe es ihm vorher geschrieben, dass wenn man gegen den ersten SK-Spieler, also man sein erstes Spiel verliert, dass man dann am Ende... Oh, jetzt kommen die Pickets rein, okay. Nee, du musst kommen. Nee, du kommst auch stark. Es müsste ja Jack eigentlich wissen. Wäre natürlich extrem Panne, wenn nicht. Cool, du kommst rein, okay. Ich schreibe ihm aber nochmal eben. Happy Mister. Okay. Also bis hierhin, Alter, er setzt die Hütte halt. Ja, da kann auch Javi jetzt einfach reingehen, oder nicht? Wie viele Hütten hat er auch? Das verstehe ich jetzt nicht. Das war doch nicht so gut, oder? Wieso hat er das gemacht? Hä? War das clever? So viel Schaden zu kassieren für so eine verdammte Hütte? Ich weiß ja nicht, ob das der Move war. Jetzt setzt er die Hütte auch anders. Also, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das so vom Buffet richtig war, aber es sieht. Er hat es auf jeden Fall gerettet bekommen. Also sagen wir so, ich hätte vermutlich nach der Hütte meinen Turm verloren. Vielleicht auch nicht, aber es wäre dem nahe gekommen. Aber Buffmeck hat es noch verteidigt bekommen. Trotzdem ist fraglich, ob der erste Move so richtig war. Also ob die Hütte hinten so richtig war. Bin mir auch nicht so sicher. Alter, was ist das für ein Game, bitte? Ganz, ganz crazy. Will er jetzt rechts reingehen? Ja. Krass. Wieder die Musketierin. Oh, das macht er so guck stark. Dir die Musketierin an und die Mini-Packer. Musketieren plus Mini-Packer ist halt so eine Harmonie. Harmonie! Harmonie! Mini-Packer ist da. Oh, aber jetzt kann Buffmeck reingehen. Jetzt kann Buffmeck reingehen. Ja, aber Bogenschützen im Start. Oh, auf der anderen Seite, Jetzt muss die Hütte kommen. Die Hütte muss kommen. Hütte kommt? Nee, Hütte kommt nicht. Warte. Jetzt kommt die Hütte. Jetzt, oh mein Gott, Buffmeck gewinnt! Oh, Buffmeck gewinnt. Buffmeck auf der rechten Seite hat so viel Schaden gemacht. Damit hat er gewonnen. 750 Euro statt 500 und für Javi würde es bedeuten 500 Euro nur und er hätte endlich mal, er wäre der erste Spieler von SK heute, der gewinnt, außer Morten. Und Buffmeck spielt Pfeile plus das Mega Minion, könnte Lavahund spielt Lavahund. Direkt spielen. Oh, kein guter Dark Orb, ne? Er spielt Lava und Pfeile gegen Lockbait. Meiner kommt rein, meiner natürlich auf die Princess. Geht der. Nee, geht nicht, der King. Was hat er für eine Kurve gemacht, bitte? Oh mein Gott, was? Aber so stark mit dem Miner. Buffmeck ist komplett im Führung. Der Schneeball-Fail. Oh mein Gott, der Schneeball-Fail. Das ist so bitter. Das ist so unendlich bitter. Und er kann es eigentlich nicht mehr gewinnen. Weil Buffmeck hat die Pfeile. Er hat die Pfeile einfach. Ja, ich würde nicht sagen, er kann sich mehr gewinnen, aber das sieht super gut aus hier. Für Buffmeck gerade. Ich meine, das müsste so ein krasses Comeback noch werden. Das wird schwierig werden. Das wird ganz schwierig werden. Gute Defense jetzt hier. Aber das wird alles an der Hütte zerschellen. Ja. Ja, Dacob macht keine Benny. Sag mal, hast du gerade gezweifelt an meinen Worten? Ja, gar nicht. Ja, habe ich. In der Tat, ich war mir nicht ganz so sicher.
Alter, jetzt kann er auch easy die Pfeile da drauf und zack, 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 Pfeile kommen, gehen alles weg. Und es ist ein solider, ein rock-solid 1000 Schadensvorteil von Buffmack hier. Jetzt weiß er auch genau, er braucht nicht mal mehr den Lava-Hut. Er weiß es genau. Er muss den Lava-Hut nicht mehr spielen. Ich glaube sogar, die letzte Karte ist ein Poison oder vielleicht sogar Feuerball. Feuerball wäre extrem. Den könnte er sehr, sehr gut auch nutzen. Okay, sehr stark. Da kann er einfach Pfeile hier... Baban! Oh mein Gott! Auf beiden Seiten, wie viel Damage? What? Holy shit! Was aber macht denn Buffmack? Aber warte mal, er hat einen Snowball. Aber er hat die Pfeile raus. Er hat die Pfeile raus. Er hat die Pfeile und Baban raus. Stimmt. Hä? Stimmt. Das muss connecten. Ja, muss connecten, ja. Warum der Snowball? Der war overcommit. Aber gut, er wollte sicher gehen. Alter! Das darf natürlich absolut gar nicht passieren. Kommt er noch Baban? Ja, aber jetzt ist halt... Oh, stark von Ravi. Oh mein Gott, der Ritter. Der Ritter! Stark! So gut, das ist so viel Damage. Aber es reicht doch nicht. Er hat jetzt halt Pfeile. Oh mein Gott, die Flugmaschine extrem strong dafür wieder. Oh, Ravi wollte All-In machen, das reicht nicht. Oh mein Gott. Er ist verloren. Oh mein Gott. Er hätte vielleicht versuchen sollen, das Defensive zu spielen. Er hat den All-In versucht, das hat nicht gereicht. Das war's, das war's. Buffmack gewinnt hier das Spiel. Was ein krankes Best of 3 wieder. Und damit ist er ja einfach im großen Finale gegen Morten. Was ist denn hier los, Alter? Buffmack gegen Morten. Alter. Buffmack gegen Morten. Entscheidendes Spiel. Bisher sind alle Spiele bis zu Morten gegangen. Ja. Oh, warte mal, haben wir, weiß noch irgendjemand die Reihenfolge, die Jack gewählt hatte? Weil das muss ja die umgekehrte sein. Ja, es war Morten, Sam, Sergio Ramos, Ravi. Ja, okay, das heißt, er muss jetzt gegen Ravi. Ist er denn da? Ja, er ist da, er ist 100% da. Oh, guter Schaden von Morten hier auf der rechten Seite schon mal. Spende verlesen, ich... Werde ich gleich machen. Ist sehr, sehr viel, ich... Bin sehr, sehr dankbar über euren Support, das wisst ihr. Auch über alles, was ich noch reinkomme, als Herz, an Bits, an allem. Nur gerade hat sich keine Gelegenheit ergeben, das alles direkt vorzulesen. Das merkt ihr, denke ich. Rambo kommt. Und jetzt geht Buffmack mit Holzfeldun rein, weil er genau weiß, okay, so einen großen Packer-Push wird schwer für mich zu verteidigen. Aber dafür kann ich... Oh, guter Sepp. Oh, jetzt gibt's ein Problem auf beiden Seiten. Er lässt die Rechte fallen. Es war noch ein Hit einfach. Alter, okay. Damit ist der Turm auch schon wieder nur auf 323 AP. Aber Morten hat einen Tower bekommen und noch viel Damage und seine Tower stehen noch. Also, ich glaube, der Trade war insgesamt sehr gut für Morten. Ja. Der Trade war deutlich besser für Morten auf jeden Fall. Und vor allem, er hat nur Eos Baby Dragon Zap. Er hat nicht viel gegen Luft, ne? Also, er hat wirklich nicht viel. Der Loon ist da, es ist ein Hit, ja. Aber es ist halt auch nur einer, das ist okay, dafür, dass das so stimmt, viel committed wurde. Ja. Allerdings, boah, ich glaube, Morten muss halt echt einen richtig fetten Push mit Packer jetzt aufbauen von hinten. Ich glaube, das würde er auch machen. Ich glaube, er würde jetzt Packer hinten spielen. Naja, er macht Battle Ram und vielleicht Packer an die Brücke oder so, mal gucken. Wo ist denn Star? Okay. Holzfäller plus Belong auf der anderen Seite, jetzt bin ich gespannt. Ah, der Erstklang blockiert nicht den Ramburg dahingehend, dass hier der Connection stattfindet. Aber der Monstrand, Ballonstrand macht nicht. Er killt ihn schon. Alter, aber er muss auf den King Tower aufpassen. Der King Tower ist halt ultra low. Ja, Heathbird ist ja so broken. Dass sieht er den King Tower denn? Das war's? Der King Tower? Ja. Auf beide Türme. Das war's, der Ebus ist dran. Der Ebus ist dran, das Spiel ist over. Buffmack verliert hier gegen Morten im ersten Spiel. Noch ist alles möglich, aber es sieht wieder so aus, ob Morten hier erneut zum vierten Mal der Einzige ist, gegen ich fass die Challenger hier gewinnen. Jack 0, dann, keine Ahnung, Ruben und Buffmack 57. Und wenn Jack gleich revived wird und dann Morten ja wieder letzter ist und dann wieder 57, also stell dir das mal vor. Oh, was haben wir hier? Oh, der ist graveyard. Alter Lachs. Oh, der Ice Grand explodiert. Nedo kommt noch. Nedo war auch wichtig. Aber die Bett, die macht eine Jahre. Oh mein Gott, die Bett, ja, das ist kein Hit. Ist kein Hit trotzdem, Alter. Floppy seelisch komplett bei Sina gerade, ja, ist richtig. Graveyard gegen 2.6 Firecracker mit Hawk. Das ist,
ist interessant. Das ist der King Tower erstmal, ja. Okay, er hat es verteidigt bekommen. Also, das Matchup ist, glaube ich, das wird eine schwierige Angelegenheit. Ich glaube, es ist nicht einfach für Morten. Wenn Burfict das hier sehr, sehr souverän spielt, das startet sich optimal. Morten kann das auch gewinnen, theoretisch. Ja, er kann es gewinnen. Aber ich glaube, wenn Burfict das hier perfekt spielt, glaube ich, wird Morten das gewinnen. Aber mal gucken, abwarten. Ja, abwarten und Tee trinken. Für beide schwierig. Nee, Tee trinke ich nicht. So ist es. Sag mal, hast du einen im Tee? Hast du einen im Tee? Baby Ding recht. Okay. Mini-Packer jetzt hier von Morten. Ja. Das jetzt hier. Ah. Mir war grad. Sina. Mhm. Wir sehen jetzt hier. Das Bubble, okay. Mhm. Und da ist der Poison auf den. Auf den Firecracker. Das ist aber was solid. Jetzt kommt ja hier der Hawk Rider rein. Nee, du kommst. Okay, und jetzt könnte Buffmack versuchen reinzugehen. Aber das. Also das Ding ist halt, er hat den Mini-Packer, die Firecracker und Firecracker eine super starke Karte, auf die Buffmack jedes Mal den Poison draufwerfen muss. Mini-Packer ebenfalls super strong. Das Einzige, was halt Morten fürchten muss, ist die Baby Dragons und die Baby Dragon Graveyard Pushes. Das ist gefährlich. Das wird wirklich gefährlich. Ja. Die muss er fürchten, ja, die muss er fürchten. Aber jetzt macht das Buffmack gut, jetzt macht er hier. Oh, er lässt zwar jetzt zu. Der gekaufte Hit des Todes. Aber jetzt kommt halt der Push, jetzt wird's schwer. Das hat den Baby-Ding und alles am Start. Jetzt muss er einfach, kann er einfach einen Poison darauf hauen. Zack. Oder macht er auch nicht, okay. Aber jetzt ist halt der Baby-Ding auf dem Feld, das ist schwer. Aber die zweite Firecracker auf der anderen Seite auch wieder da. Ja, Poison kommt, Ice Cream kommt, jetzt kommt einfach die Bats. Und da sieht man halt, Morten hat es verteidigt bekommen. Das ist das Ding, Morten hat es geschafft, es zu verteidigen. Er muss halt jedes Mal diesen Firecracker poisonen. Das ist halt so schwierig. Richtig, das ist halt das Problem. Dieser Firecracker, den bekommt der anders nicht los. Nee, du kannst ja nicht spielen, weil dann kommt der Schweinereiter mit eventuell den Bats. Es muss wieder eigentlich ein Poison direkt kommen. Naja, spiel den, nee, du, es ist mutig. Aber ja, jetzt kommt aber der. Ja, jetzt muss er eine Hütte defensiv, oder? Nee? Oh mein Gott, Eis. Oh, das reicht. Jetzt könnte es gut werden. Jetzt könnte es gut werden für Buffmack. Das müsste sein. Das könnte sein. Ja, das könnte es sein. Er hat den Schweinereiter ohne einen Hit gedefft. Und das müsste es sein. Poison kommt. Der Baby-Denking. Oh, Erdbeben. Nevermind. Erdbeben kommt noch. Holz ist da. Der Eismagier holt es am Turm. Das war viel Damage. Alter, ja. Mehr als ausgeglichen. Und der Erdbeben ist auch nicht mehr im Cycle gegen die Hütte direkt. Ja, true. Oh, man macht jetzt auf der anderen Seite den Hawk Rider. Um einfach Druck zu machen, weil er genau weiß, er muss gerade was ändern. Die Frage ist, wieso zieht er in die Hütte nicht an King Tower? Gute Frage. Nächste Frage. Angst vor dem Boah, die Skelette sind stark. Da sind so gefühlt 10 Goblins. Der Ding ist dran, der Ding ist dran. Und der eine Hit, das reicht noch nicht, aber jetzt kommt der. Oh, was ist das denn jetzt? Oh, gefährliche Gefahr. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, was ist hier? Oh mein Gott, da war der Poison. Der Poison reicht. Poison reicht aus. Poison kommt drauf, damit ist das Ding durch. Und es steht hier 1-1. Und Buffmack könnte der erste Challenger sein, der hier auch gegen Morten gewinnt. Haben noch eine zweite Chance. Und die würden theoretisch eine Round Robin gegeneinander spielen, wenn es mehr als zwei Leute wären. Da es jetzt aber nur einer ist, wird er revived und muss gar nicht erst in eine Round Robin oder noch in ein Match rein. Dementsprechend Jack einfach revived. Hätte jemand anderes noch das erste Spiel verloren, wäre, hätte der auch die Chance gehabt. Oh mein Gott, Burfmack spielt jetzt das Hawkdeck, so wie es aussieht. Oder aber er spielt das, den Schweinereiter, den er spielt hier Loon. Und Morten hat hier vermutlich die drei Musketiere. Ne, er hatte keine drei Musketiere, ne? Er hat hier die andere Variante. Oh, es ist ein Hit. Es wird garantiert ein Hit sein. Es ist ein Hit von Loon, der dann ebenfalls noch die Firecracker umhauen sollte. Start sehr, sehr gut für Buffmack hier. Mhm. Heilgeist ist da perfekt platziert, dass er nicht stirbt. Vom Hunter direkt. Und ich weiß aus Erfahrung, dass dieses Matchup extrem schwierig für Morten ist. Also ganz, ganz, ganz schwierig. Ich habe das Spiel, dieses Deck ja auch aktuell mit den Firecracker und es ist so schwierig gegen Ballon zu verteidigen, weil das Problem ist, du hast eigentlich nur den Hunter wirklich gegen Ballon und der Hunter kann halt easy gelockt, snowballed, whatever werden und auch mit Lambaloon ist es noch schwieriger, weil du dann den Rage noch hast. Es ist wirklich ein ganz schweres Matchup. Ja, absolut. Der
Ja, es könnte echt sein, dass Perfect hier der Erste ist, der alle besiegt. Krass. Ja. Was das macht der Cracker? Das könnte Sache passieren. Der Cracker sagt, oh, was? Der Holzfäller! Gott. Der Cracker hat ja so gesagt. Was ist denn das? Er schießt einfach nicht. Oh mein Gott. King Tower an. Ja, so gut gemacht. So gut gemacht von Bethmeck. Es ist strong, es ist strong. Aber es ist noch eine Chance für Morten. Morten ist noch nicht unterlegen hier. Also er hat noch eine Chance. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber es ist sau schwierig. Also die Position, das Matchup. Also es deutet eigentlich alles auf Bethmeck hin. Ja. Aber wir kennen Morten. Wir kennen Morten. Das ist das, was ich. Das ist der Unterschied. Wir kennen Morten. Es ist jetzt eine Menge Damage auch von Morten gewesen hier. Alter, diese Partie ist sowas von ausgeglichen. Ich fass es nicht. Ja. Da geht er rein, es wird ein Tower Trade. Er wird, oder? Es müsste ein Tower Trade werden. Ja, er defft noch. Guck mal, er versucht noch zu verteidigen. Er schafft's auch. Es ist ein Hit. Die Frage, ob Erdbeben reicht. Alles gut. Alles gut für Morten. Erdbeben reicht. Ja. Jetzt macht er wieder Druck. Oh, aber er hat halt auch schon eine Menge Schaden. Oh. Auf der anderen Seite. Zugelassen. Er spielt jetzt, weil er kein Erdbeben wasten möchte. Okay. Interessant. Also da kommt plus der Loon. Es war, glaube ich, nicht von ihm geplant, dass er da mal gleich nach hinten läuft. Nee, das war absolut gar nicht geplant. Das war komplett fail gerade, die Offensive. Jetzt könnte es gut für Morten ja aussehen. Jetzt kommt nämlich der Pegelpush genau in dem Moment, wo Buffmeck sein Holz rausspielt. Kommen die Pegels rein. Der Erdbeben ist da. Das ist eine Menge Schaden. Ich denke mal auf 800 PG Detour mindestens. Ah, 911, okay. Never mind. Es muss halt aber nur einmal im Ballon pushen. Er kann auch auf King Tower theoretisch gehen, so, ne? Alter, und jetzt die zweite Firecrackerin am Start. Aber wie viel Cracker hat er auf dem Feld? Holy moly. Schon wieder die Rollhawks einfach. Oh, er fällt in Ice Golem. Ja. Oh mein Gott, er geht zurück. Aber die Crackerinnen sind halt so brutal, Junge. Er hat wieder die nächste. Was macht Morten da gerade? Er kam weg, komplett. Das ist so krank, was Morten da macht. Das ist es. Er braucht nur noch einen Erdbeam, ich fass es nicht. Oh mein Gott, das Ding ist durch. Es ist so krass, was Morten gemacht hat. Es ist so krass. Es ist das vierte Mal, dass Morten es einfach schafft. Ich kann es nicht fassen. Morten ist zum vierten Mal der Last Man Standing. Es haben drei Spieler 750 Euro abgeräumt und sind jedes Mal am Morten gescheitert. Let's go, Alter. Und somit hat jetzt nochmal Jack die Chance, das Ganze hier zu holen. Und wenn jetzt, also sagen wir mal, Jack gewinnt jetzt gegen alle drei und verliert gegen Morten. Was machen wir dann? Dann machen wir das nächste Mal einfach Once King. Anstelle nur Morten aus so ein Ding. Once King. Oh mein Gott, Alter. Also was Morten hier heute gemacht hat, ist crazy. Ja. Aber auch, was die Challenger gemacht haben, ist crazy. Ich meine, die sind erstmal bis zu Morten gekommen, und zwar alle drei, das ist auch insane. Man kann auch nicht mal so richtig sagen, dass die anderen SK-Spieler underperformen. Vielleicht minimal, aber es ist einfach, dass die Challenger so unglaublich krass Richtig. Und auch so gute Spieler sind. Das ist alles ein Niveau, das ist halt... Richtig. Absolut krass, ja. Das ist wirklich absolut krass, Alter. Morten hat heute schon 750 Euro für eine Charity seiner Wahl gewonnen. Ja. Stimmt. Ne, 1000. 1000. Wenn er das jetzt macht, 1250. Er hätte den, das wäre der komplette Rekord. Holy moly. Und Jack. Alter, Jack kriegt keinen weiteren Ballon-Hit. Trotzdem, genau, Jack führt und er spielt ja halt im Ballon-Mirror-Match. Und er hat nicht diesen Holzfäller. Oh, das ist ein Problem. Ja, true. Alter Lachs oder alter Besen? Beides. Aktuell sage ich öfter alter Lachs. Was? Jetzt hörst du mich wieder, oder? Ja, ich höre dich wieder. Du bist wieder da. Okay, gut. Ich habe ganz kurz geredet, aber okay, das war ein Fehler. Mhm. Alles gut. Das sieht halt einfach danach aus, als ob hier
Jack das Game komplett unter Kontrolle hat. Er macht seit Anfang an so viel Druck. Aber das Ding ist halt, Javi hat eigentlich den Bombtor. Er hat eigentlich den Vorteil, weil er einfach ein Gebäude hat. Aber das Ding ist, Jack hat halt den Lumberjack und den Heal Spirit. Wollen wir nochmal zurück zu What? Oh. Snowball und er hat nichts. Oh mein Gott, er hat keinen Snowball. Er hat gerade die Musketiere nach rechts gespielt. Und in dem Moment hätte Javi da gestorben. Er hätte nichts gehabt. Jack hätte nichts gehabt. Der Turm wäre down gewesen. Ja, so ist es. Das war gerade übelst unlucky timing. Genau den Witz wollte ich bringen, Luca. Du hast meinen Joke predicted. Du hast meinen Joke einfach predicted. Ich glaube, das liegt an den Lichteinstellungen. Das werden wir zum nächsten Mal noch fixen. Das ist bei mir nämlich nicht so. Oh, Ballon kommt mit der Bombe wieder dran. Ist das richtig, den Snowball so zu spielen? Er könnte doch auch nach der Bombe den Snowball spielen und dann. Aber gut, ich glaube, es wäre so oder so eine Connection gewesen am Tower. Ja. Vermutlich wäre es das. Jetzt Alter, ist es keine. Jack macht so viel Druck einfach die ganze Zeit. Javi kommt gar nicht dazu, mal selber reinzugehen. Es ist dauerhaft dieser Druck von Jack einfach. Das ist crazy. Er geht immer rein. Immer. Ja. Und er kann immer diese Heathspirit spielen. Das ist krank. Alter. Aber jetzt überlebt mal der Bomb Tower. Der steht jetzt immerhin noch kurz auf dem Feld. Jetzt kann er nicht direkt wieder reingehen. Es ist halt immer das Gleiche. Er geht wieder rein. Es ist ihm egal. Es ist ihm egal, okay. Ja. Der ist ja jetzt eh down. Oh nein! Oh mein Gott, das ist die Bombe! Javi fehlt dem Bomben, so ein Mist, klickt Fetting und whatever. Es ist nicht die Nein! Bombe. Oh. Lol, was? Oh, what? Ich dachte, es ist wieder kein Snowball im Cycle. Ja, es ist nie der Snowball im Cycle, das ist so belastend. Das Ding ist, die ganze Zeit schafft er das flawless zu verteidigen, weil der Snowball nicht im Cycle ist. Irgendwas hat der Ballon gehabt? Der ist jetzt dran, Der ist jetzt dran, das war's. Alter, oh mein Gott. Lock reicht und damit ist das Spiel durch. Ich bin sofort wieder da. Ja, alles gut. Sina wartet. Alter. Jack gewinnt das Spiel gegen Javi. Was ist denn lose? Wir sind dabei, let's go. Okay, Javi, oh nein, Javi spielt Sparky. Das könnte gut für ihn werden. Er hat... Oh mein Gott, wenn Jack jetzt 2.9 spielt, nicht 2.6. Jack vermutlich das... Oh, der Mini-Picker. Ein Hit war es nur. Es war nur ein, aber trotzdem. Trotzdem. Das ist natürlich ultra ärgerlich. Schweinereiter kommt rein. Macht einen Hit. Macht keine zwei Hits. Das kommt rein. So. Mhm. Ist Ihnen eine gute Nacht gewünscht? Du redest nicht, du hast gemutet. Ist sehr nice. Ach, schwierig. Ja. Genau. Jack, Verotec hat es tatsächlich schon eingestellt. Verotec, du bist eine Maschine. Verotec, ich wollte dir schon immer mal sagen, aber du bist eine Maschine. Maschine Kawasaki, sagst du? Mhm. Er ist wirklich eine Maschine. So, jetzt hat Javi jetzt hier... Aber da muss ich dir natürlich zustimmen. Jokes aside. Oh, der Sparky rennt nicht in die Bombe. Oh, der Sparky! Oh, Javi hat falsch angefragt, aber egal. Javi hat falsch angefragt, du hast recht. Jack ist mit Schweinereiter unterwegs und der Sparky hat übelst hart gesessen. Einmal, du bist direkt einmal nicht am Start, schon klappte gar nichts. Ja, es ist einfach lächerlich, Mann. Da werde ich von Martin am Ende wieder ausgepeitscht nach dem Stream. Ausgepeitscht vor allen Dingen. Ich wollte kurz übertreiben. So. Sparky hittet er jetzt hier beides? Ja. Boah, dieser Sparky-Hit, Alter, wie satisfying, oder? Mhm. Vor allen Dingen ist er nicht in die Bombe, läuft das satisfying. Och, das ist... Oh. Das ist halt so eine Tortur für Jack, er kann nichts machen. Nee, er kann nichts machen. Jack hat den E-Wiz, aber es ist völlig irrelevant. Ja.
Weil er kann nie reingehen. Er hat nie die Möglichkeit. Es ist immer Mini-Packer, es ist immer Dark Prince, es ist alles da. Oh, der Mini-Packer-Wirklichkeit hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht gedacht. Das war's. Oh, die Musketiere, das die, what? War's. Das war's. The match is over. And this means Javi gewinnt 1-1. Ich sag mal so. Das will sich Jackie, glaube ich, nicht entgehen lassen. Das möchte er mitnichten. Wir sehen das entscheidende Spiel im ersten Set. Jack versus Javi. 1-1. Wer jetzt hier gewinnt, entscheidet darüber, ob wir hier das Event mit diesem Match beenden. Also, ja. Also ob Jack ausscheidet oder ob Jack hier noch einen kompletten Sweep vielleicht. Oh, Javi spielt das Loon-Deck. Javi spielt das Loon-Deck, aber Jack hat die Koboldhütte. Und das ist von Jack. Der Ballon wird mitmachen. Was macht Jack? Nein, Jack hat die Nado gefailt. Jack ist ja gar nicht in Form. Oh, Jack ist ja. Der macht ja heute ganz, ganz komische Dinge hier. Oh, das war ein ganz böser Nado-Fail. Also er kann es noch gewinnen, aber nonetheless. Ganz böser Nado-Fail, aua. Das ist richtig, richtig übel. Das schmerzt. Das schmerzt. Das schmerzt komplett. Vor allem, weil es Loon, also Lamba Loon gegen Hütte ist. Und er hat den King-Tor jetzt nicht aktiviert. Und das schmerzt so doll. Das schmerzt ja. So doll für den Graveyard-Spieler. Aber jetzt kann er aktivieren. Ja, wenn das dieses Mal richtig macht, ja. Ja, dieses Mal fällt er es nicht. Okay, King Tower jetzt flawless dafür aktiviert, aber Javi hat jetzt schon so viel Damage bekommen durch diesen Fail am Start. Ja, absolut. Ein schwarzer Tag für Jack, also Black Jack. Muss los, muss ganz fett los, Alter. Da muss ich wirklich ganz fett los. Der war so schlecht, dass das schon wieder gut war. Alter Schwede. Alter Schwede. Oh, Spielfeld. Nee, du kommst. Nee, du. Oh, Junge, Jack! Alter Jack! Also, ich meine, es ist nicht so schlimm, weil es der andere Tower ist, aber. Trotzdem. Eieiei. Also, das sieht hier wirklich. Buffer kann. Ey, der Ravi kann einfach reingehen, oder nicht? Jetzt einfach zack, ja, zack, ja, zack, ja, zack, zack. Jetzt Holzfäller Lampe, auf geht's. Ja, er macht's doch, glaube ich, gleich. Er wartet noch. Holzfäller Lampe. Warten, bis irgendwas rauskommt. Er wird's ja, jetzt machen, um jetzt. Ja, zack. Jetzt, genau. Jetzt, wo der Baby. Aber jetzt hat er wieder alles. Das war lost. Jetzt hat er wieder alle Antworten. Richtig. Das war zu spät von Javi reingegangen. Ja. Also, ich glaube. Das hat. Langsam das Matchup ist übelst gut für Jack eigentlich, oder? Jack, ja. Ja, ganz toll. Ich glaube, wenn das Spiel so weiter verläuft, dann wird das, glaube ich, Jack. Oh, guter Comeback. Poison, guter Poison, aber. Ja, die Bats werden nicht getroffen, die Bats werden beide nicht getroffen. Ich glaube, das kann Jack halt echt noch Comeback, ne? For real. Ich glaube eher, dass er es hätte nie weggeben dürfen. Oh, bup. Ja, dann mal weg. Jack! Das sind zwei Hits. Oder nur einer? Nee, nur einer. Und der Death Damage? Nein. Nee. Wie war der nicht dran? Also, das war ja. Das muss also Jack gewinnen, Formel. Das muss er ganz doll gewinnen. Das tut mir auch leid, aber das muss er gewinnen. Ja, würde er, glaube ich, aber auch. Ich weiß es nicht. Jetzt ist Triple X Time. Das ist Time to Shine. Du hast schon recht, ja, aber. Also, wie er bisher performt hat, das war echt nicht solid im Spiel. Mhm. Hörst du mal, er hat doch die ganze Zeit nur den Poison drauf. Wieso geht er nicht einfach rein mit Graveyard? Verstehe ich auch nicht. Und jetzt geht er rein, während er keine Ice Wizards hat. Aber also ich will jetzt hier nicht so tun, als ob ich besser als Jack wäre, aber ich finde, man könnte ja... Ich weiß, was du meinst. Es sind einige Sachen, die einfach nicht optimal gespielt wurden. Das spielt Jack gerade... Jack ist nicht gerade 100% on fire. Ist true. Aber er muss trotzdem noch aufpassen. Jetzt hier. Könnte er trotzdem gewinnen. Also,
Eigentlich muss das Jack gewinnen, eigentlich muss das Jack gewinnen, ja. Ja, musst du noch so Prozent gewinnen. Das hat er auch, jetzt hat er so noch. Er hat gewonnen. Das war's. Ja, Jack gewinnt. Alter, Jack gewinnt. Ich sag mal so, fragwürdig, wie er das gewinnt. Da waren sehr viele Fehler meiner Meinung nach dabei. Trotzdem gewinnt er es. Und damit ist Jack hier dran jetzt gegen Sergio. Also, die Leute flamen Gravehead für alles. Alles Mögliche. Wo überhaupt Gravehead gar keine Schuld dran hat. So, oh mein Gott, war das lost, Junge. Ja, okay, das war ein Meme mit deiner Community. Tut mir leid, dass ich da nicht so drin war im Meme-Business. Was? Es war kein Meme. Ich hab zwei Minuten vorher darüber geredet. Aber du hast mir einfach nicht zugehört, weil du Gedanken schon wieder bei Sina warst. Meine kommt. Junge, ich muss halt den Abmeme machen. Tut mir leid. Oh, das sind viele Bettschaden. Ist viel Bettschaden? Oh, das ist echt viel Schaden. Wenn Jack. Alter, Jack hat schon wieder das erste Dings jetzt gewonnen. Wenn Jack jetzt echt gegen Sergio gewinnt und gegen Sam, dann hat. Dann. What the Alter, fuck, das wäre fast schon, das wäre fast schon zum Lachen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Karl, ich auch von dir. Ich auch von dir. Aber ich bin noch mehr von dir als du von mir. Das ist so geil. Dieses Sina-Meme ist einfach jetzt schon so on fire. Oh, Raketenschützen ist gut, aber Jack kassiert ja gerade ein bisschen. Ja, und das ist doch das erste Mal, dass Sergio Ramos nicht als erstes spielt. Also außerhalb von dem Spiel mit gegen Morten zuerst. Das überprüfe ich jetzt. Hä, ist es so? Glaub mir nochmal. Sergio war immer als erster dran, außer im ersten Spiel gegen Jack. Du hast recht. Danke. Du hast recht. Du hast recht. Fast alle haben Sergio als erstes aufgestellt. Jack, sein Friseur ist gestorben. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, er lebt in einer anderen Gesellschaft, wo auch vielleicht andere Frisuren Meter sind. Meter sind. Ja, genau so. Ey, das hast du richtig gut. Das hast du lingual richtig gut dargestellt. Holy shit. Nice. Oh, es ist kein Schweinerettet. Aber jetzt hat er ein Problem. Er hat nichts. Doch ein Ebus. Oh, Jack! Junge Flobby, schreib jetzt nicht mit Sina. Sag mir doch bitte, wie Broken Jack gerade failed. Ja, das stimmt. Es ist belastend, aber... Ja doch, das... Warte mal... Ja, was hat Sergio noch als letzte Karte? Poison, ne? Das heißt, theoretisch fehlt ihm nicht mehr viel Damage. Ich glaube, das sollte Sergio gewinnen, oder? 100 Pro. 100 Pros? Du hast 100 Pro Argumente dafür, dass er gewinnt? Ja, meiner jetzt? Wenn ich die Türme sehe. Poison jetzt? Nee, er macht nicht Poison. Oh, es fehlt noch ein bisschen Damage. Es ist 5 Uhr morgens bei ihm, lol. Okay, RIP. Echt jetzt? Okay, dann könntest du an der Uhrzeit legen. Aber ich muss sagen, um 5 Uhr morgens erreiche ich manchmal mit Peak Time. Ach so, bei ihm ist echt voll die Schrimmt, seine Uhrzeit, holy moly. Ja, ja, der will einfach nur. In Brüssel, der will einfach nur schlafen. Er will einfach nur schlafen. Nee, ich glaube, der will jetzt einfach nur gewinnen hier. Ja, gut, das vielleicht auch. Aber verliert. Sergio Bono und die Poison. Poison ja. Kommt. 1-0 für Sergio Ramos. Das muss man heute einfach sagen. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, was heute passiert ist. Ich muss sagen, es hat mich letztes Mal schon ein bisschen überrascht, aber was heute passiert ist, das kannst du eigentlich nicht in Worte fassen. Ja, so ist es. Es ist aber krass, wie konstant das immer so genau fast 3 Stunden geht. Jetzt sind wir schon einen Tick über 3 Stunden, aber es ist echt so. Das steht ja auch bei der Duration, stand ja auch, also wie lange das gehen soll, das Event, immer so 3 Stunden. Ist krass, wie genau das passt einfach. Ich weiß nicht, wer das geplant hat, aber Martin, nicht schlecht. Ja, Martin wird sich bestimmt auch sehr darüber freuen, dass gerade 3 seiner Jungs einfach permanent verlieren, nur einer gewinnt. Naja, nee, ich meine jetzt nur von der Zeitplanung. Ist ja egal, wie viele gewinnen oder verlieren jetzt, aber letztes Mal. Da lief es ja auch ganz anders. Und heute, und es ist beides so um die 3 Stunden rum. Ja. Aber du hast schon recht. Also, die anderen
außer Morton sind schon ein bisschen am Underperformen, aber man muss doch sagen, dass die Challenger halt einfach so fucking stark sind, ne? Also das ist halt wirklich krass, was für Leute hier am Start sind. Und was Morton gemacht hat, ist einfach komplett insane. Es ist von Jack die Heilerin, das wird vermutlich... Oh, Eos kommt, oh mein Gott, jetzt hat er kein Mega-Ritter, Sergio hat ein fettes Problem, er hat kein Mega-Ritter. Ja. Was will er dagegen machen? Er hat echt ein Problem. Ja, wobei, er kriegt's komplett hin, der Eos macht nicht einen Hit. Der Eos macht nicht einen Hit. Ja, es ist Friedhof von Jack. Junge, wie viel Value eine Musketierin rauskriegen kann in manchen Situationen, ist ja... Ich glaube, das ist kompletter Hard-Counter von Jack. Oder? Es ist für Jack ein extrem gutes Matchup, ja. Es ist ein extrem gutes Matchup, in der Tat. Ja. Baby, den kommt rein. Was ist da? Okay. Alter Schwede, also ich glaube, das könnte hier ganz gut für Jack sein. Ja. Danach sieht es auf jeden Fall aus derzeit. Hoffentlich wird das Deck von Jack nicht Meta. Oh. Schwierig. Wo ist es da? Trifft hier die Musketierin. Ja. Oh, Alter, das ist so... Alter, der Carry vom Eos gerade. Schaden vom Eos hier auf jeden Fall. Vor allem, weil es so knapp war. Es hätte auch einfach keinen Damage sein können, hätte die Musketierin einmal richtig gehittet. Ja, so ist es. Ey, diese Widerreiterin die ganze Zeit, ich fass es nicht. Ja, die macht auf jeden Fall keinen schlechten Job. Da Megaratte kommt rein. Baby Dragon, Wapel, Mega Minion. Nee, Healerin. Ist krass, die Defense. Ist krass. Ja. Wie möchte hier Sergio irgendwie durchkommen? Ich sehe es nicht. Nee. Sergio kommt überhaupt nicht durch. Sergio kommt überhaupt gar nicht durch. Aber das Ding ist, dass Javi sagt schon, dass Jack auch nie richtig durch. Wobei, das war jetzt der Mensch. Oh mein Gott, in dem Moment, wo ich sage... Alter, in dem Moment, wo du es gerade sagen möchtest, kommt da so viel Damage durch. Ich weiß es nicht. Die nächste Barbarenhütte. Okay. Mega Ritter an die Brücke. Muss jetzt ein guter Poison eigentlich kommen. Poison kommt auch, ja. Ja, der ist sehr stark. Das spielt Jack jetzt hier sehr stark. Da kommt auch der Poison aggressiv von Sergio. Aber Sergio kann nichts machen. Der kann halt. Und da kann man ihm auch nicht irgendwie einen Vorwurf machen. Er kann halt in diesem Matchup ultra wenig machen. Ja. Da kommt der Megarad, aber es war eben dieser eine Reset. Jack leckt, okay. Nee. Nur noch 28 Sekunden. Sina spendet 2 Euro, schreibt, sag mal Flori, dass er sein WhatsApp checken soll. Nice, Downs. Hila und EOS klären das Ganze direkt in der Defensive. Und ich glaube, das ist gewonnen. Das sollte der Sieg für Jackson und damit steht es wieder 1-0. Nur was ist denn das hier? Ich fass es nicht. Ich fasse es nicht, was hier passiert. Von SK, von Supercell? Hä? Ja, vermutlich von SK. Das ist das Buddy Kitchen, das, was die auch haben. Das habe ich auch bekommen. Ja, ist heute angekommen, glaube ich. Ich habe heute ein Paket bekommen, habe ich noch nicht aufgemacht. Ich glaube, das ist das. Da wird es das sein, ja. Okay, Jack. Vermutlich mit 3 Musketieren im Piglets. Oh, ich meine Sergio. Jack spielt Karl. Jack hat Karl-Deck. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Er spielt einfach das Karl-Deck. Jack spielt sein Nemesis. Oder Tadeus. Jack oder macht einen auf Kenne deinen Feind.
Na, eher Thaddeus. Eher Thaddeus. Thaddeus spielt doch die Variante mit Guards, oder? Jack, Karl spielt ja mit Baban. Ach ja, ja, okay, aber okay, stimmt. Jetzt hat er nichts. Er hat nichts. Er hat einen defensiven Mine, aber der reicht nicht. Er muss einen Tower Trade eingehen. Ja, Tower Trade. Junge, Jack spielt aber Lava Loon. Lava Loon, Alter, das habe ich noch nie von Jack gesehen. Aber kein guter Start für Jack. Nee. Aber ist das jetzt mit Musketier oder mit drei Musketieren von Sergio ist die Frage? Mit einer, oh mein Gott, mit einem, das ist gut. Das ist extrem stark gewesen. Oh mein Gott. Das war's gefühlt, Junge. Oh mein Gott, das war's gefühlt. Das war's gefühlt. Oh mein Gott, der Mini-Packer, Junge. Der Mini-Packer, einfach auf der rechten Seite ja, durch. Er spielt die Variante von Thaddeus mit meiner. Er spielt genau die Variante. Lava Loon meiner. Jack ist so sauer. Jack ist so sauer. Ja. Oh mein Gott, Jack ist so unendlich sauer. This is it. Er kann jetzt einfach Roy Hawk spielen und ich glaube nicht, dass es Flawless verteidigt werden kann. Nee, gar nicht. Pickles, komm, das war's. Oh mein Gott, Jack unterliegt hier. Sergio Ramos mit einem 3-Crown. Damit kann auch Sergio heute nochmal eine überzeugende Leistung abliefern. Jack hat 250 Euro. Und gewonnen, Jack, ne? Gewinnt 250 Euro. Ja. Damit ist es das für diesen, für Force Kings heute gewesen. Wir werden aber gleich noch weiter im Programm machen. Alter, oh Junge, guck dir das an, ich fass es nicht. Wie kann man so hart reintrollen? Wie kann man nur so sein? Oh mein Gott. Oh mein Gott, guckst du bitte? LOL. Wie kann man nur so hart reintrollen? Wir beide sind auch da. Wir beide sind auch da. Und dafür wird er bezahlt, ich fass es einfach nicht. Wer sich übrigens fragt, wer ist Martin, dann guckt in die Mitte. Das ist Martin. Oh, guck mal rab bitte in den Chat. In den Chat im Spiel. Ich soll jetzt besser nicht umswitchen.